Howdy, Ladies and Gentlemen, einen wunderschönen guten Abend. Willkommen zum neuen Stream heute. Hier eine neue Episode nach Staffel 6 bei Larry Skinner, GTA-RP auf Lucky 5. Willkommen und ich hoffe, dass ihr euch auch freut. Ich freue mich auf jeden Fall und ich bin schon guter Dinge und wir schauen, was heute passiert. Ein paar Pläne gibt's. Wir schauen mal, wie die wie umsetzbar sind und was da auch so passiert. Ja, Roleplay ist nie vorhersehbar. Es ist zum Teil wirklich, und ich glaube, jeder, der immer schon hier auch fleißig guckt oder GTA-RP kennt, es ist halt einfach wie eine Serie. Ne? Es ist wie eine Serie. Nur das Schöne ist, auch der Spieler selbst weiß nie, was passiert. Also es kann alles unberechenbar sein und keine Ahnung, was heute so passiert. Und auf jeden Fall genieße ich das mit euch. Und schön, dass ihr alle da seid. Also nochmal, howdy, Ladies and Gentlemen. So, Skinner, der ist ja hier fleißig jetzt. Ja, du musst dich ja wieder mal umziehen hier. Da holen wir uns dann mal heute mal rein hier. So, da kommt das hin. Wir wollen halt mal wieder. Oh, das wird nix. Oh, das wird was, hä? Huh? Oh, das wird was. So. Okay. Sorry kurz vorhin für die Discord-Einblendung. Das ist immer so das Problem, wenn man eine Bildschirmaufnahme macht. Eigentlich müsste ich echt mal gucken, ob ich das nicht besser hinkriege. Ja, wenn man es da verklickt man sich mal schnell und dann macht man hier im Intro, blendet man einfach was ein, was man nicht eingeblendet haben will. Aber oh, ist ja nicht schlimm, ist ja kein Geheimnis da. Also von dem her. Auf geht's. So, liebe Leute, Musik. Da ist Musik, ich hoffe, ihr hört sie auch. Und ich hoffe, es ist okay. So, also, wir müssen ja noch was schreiben. Okay. Machen wir gleich. So. Dynasty. Terry Black, okay. So. Ach so, ich so hier, Benutzer. Was ist das denn hier? Warum gibt's denn hier so viel Zeug? So, Benutzer. So. Alles klar. Auf geht's. Venture-Mail schreiben.
So, jetzt müssen wir noch ein bisschen aufpassen hier, dass wir nicht hier gleich alles verkacken wieder hier. Ja, die ist cool gemacht. So. Ah, Ulrike, auch dein Lieblingslied. Aha. So, um Ihnen einiges über mich näher zu bringen, anbei meine Initiativbewerbung, um möglicherweise Unternehmen verstärken zu dürfen. Ich gehe hiermit auf einige Punkte ein, um Ihnen einen möglichst abgerundeten ersten Eindruck meiner Tätigkeiten und Qualifikationen zu geben. Vorerfahrung als Polizist bzw. polizeiähnlichen Dienst kann ich, wie Sie meinen Lebenslauf entnehmen können, aufgrund meiner langjährigen Tätigkeit in der US Army im Bereich Criminal Investigation sowie in der Betreuung von einsatzgeschädigten Traumapatienten im Bereich der Psychologie vorweisen. Der Schwerpunkt, das ist noch eine Bewerbung, die ich ähnlich also abgeschickt hatte an damals ans Medical Department als Psychologe. Aber das kann man alles so drin lassen, weil das sind ja Dinge, die Larry ja getan hat. Und naja, er gibt halt einfach ein rundes Bild ab. So. Der Schwerpunkt ruhte dabei auf Ermittlungstätigkeiten mit erweiterten Befugnissen innerhalb der US Army, um dort bereits begangene sowie auch geplante Straftaten aufzuklären bzw. vorzubeugen. Weiterhin bestand mein Auftrag, die jungen Menschen im Sinne der psychologischen Ersthilfe präventiv auszubilden und aufzuklären. In Teams, jeweils mit 4 Personen unterschiedlicher Spezialqualifikation besetzt, lag das besondere Augenmerk auf Sicherstellung der Integrität der US Army. Auch Aufklärungsarbeit im Rahmen von Vorträgen und Seminaren innerhalb der Streitkräfte war ein Mittel, einerseits zur Aufklärung, andererseits zur Vorbeugung, zur Begehung von Straftaten. Weiterhin war ich im psychologischen Dienst der Streitkräfte tätig und galt in meiner Base als der Ansprechpartner bei Fragen, Problemen oder Notfallbetreuung traumatisierter Personen. So, mein stets respektvolles und seriöses Auftreten sorgte auch dafür, dass man meinen Rat in Verhandlungsthemen, in bi- und multilateralen Gesprächen aufsuchte. Weiterhin habe ich etwas mehr als 13 Jahre die Sicherheitsfirma Larsken Secure Solutions nach Gründung geleitet und zu einem respektablen und seriösen Ansprechpartner in diesem Bereich geformt. Neben Spezialaufträgen innerhalb der US-Streitkräfte gesamt sowie der 4 VIP-Personentransporte stellten wir auch bei Bedarf individuelle Sicherheitskonzepte dem militärischen als auch dem zivilen Bereich zuverlässig zur Verfügung. Weiterhin haben wir entsprechendes Personal im Bereich der allgemeinen und differenziellen Psychologie bei Bedarf ausgebildet. Aufgrund privater Umstände überließ ich einen langjährigen und vertrauten wie auch verdienten Mitarbeiter die Firma und löste mich ebenfalls von privaten Bindungen. Ich möchte die noch immer junge Stadt Los Santos im Bundesstaat San Andreas mit meiner Persönlichkeit und Erfahrung bereichern und den Personen Unterstützung und Hilfe zukommen lassen, welche sie benötigen. Dies schließt allgemeine Lebenssituationen mit ein. Die Leitung einer Firma erforderte selbstredend viel Verhandlungsgeschick, sprachliche Gewandtheit, immer mit einem Ziel vor dem geistigen Auge. Ich bin keine scheue Person und kann offen auf Menschen zugehen. Fairness, Teamarbeit sind auch keine Fremdwörter für mich. Und ich schätze kleinere Betriebe mit meist familiärem Umfeld.
Weiterhin konnte ich mit unterschiedlichen Leitungsaufgaben auf verschiedenen Ebenen mit Rat und Tat überzeugen, was dafür spricht, dass ich keine Probleme mit Hierarchien habe. Ich habe mein Leben der Sicherheit in unterschiedlichen Bereichen gewidmet und meinen Job, wie Sie entnehmen, gut gemeistert. Meine Erfahrung und meine Tatkraft sowie Loyalität zu unserem großartigen Land und Werten möchte ich daher in Ihrem Unternehmen zur Verfügung stellen, mit dem Wissen, das Leben der Bürger auf Los Santos mit jedem Tag lebenswerter zu gestalten. Dies möchte ich in Form von professioneller Beratung und Unterstützung über Ihr Haus anbieten können. Auf eine Einladung zu einem Gespräch, um Sie von mir zu überzeugen, freue ich mich bereits jetzt. Mit freundlichen Grüßen, Larry Skinner. Na, ja, kann man so stehen lassen, oder? So, ansonsten gibt es einen Lebenslauf, Larry Skinner, Anschrift, ne? Wer es googeln will, ne? Algon King Boulevard, Sandy Shores. Oh, wer es googeln will, ne? Ja, da bin ich gar nicht mehr. Scheiße, muss ich nur ändern. Ach, egal, kann man auch stehen lassen. Geburtsdatum: 11.11.80, Phoenix, Arizona, US, Nationalität ledig. Beruflicher Werdegang: 98 bis 2001 Grundausbildung US Army, 2001 bis 3 Ausbildung zum Special Agent bei US Army Criminalist Investigative, 3 bis 6 Leitung der Sondermittlerteams bei US Army Criminal Investigation, 7 bis 20 Gründung und Geschäftsführung der Sicherheitsfirma Larsken Secure Solutions. 1.3. bis 15.4. Abgabe, Übergabe der Unternehmensführung, 19.4. bis 18.5.22. Polizeidienst im Los Santos Police Department ab 23.12.20. Führung des Los Santos Sheriff Departments in Sandy Shores. Zum 18.05. verließ ich das Los Santos Police Department aus eigenem Wunsch. So, da drin, eigentlich müsste ich nur einbauen, ich habe das Datum in den Kopf. Eigentlich müsste ich hier jetzt noch boah, ich habe das Datum nicht mehr im Kopf, scheiße. Eigentlich müsste ich die Pause auch mit reinnehmen und vielleicht das OP. Ach, das kann ich so mal, das kann ich so erzählen. Scheiß drauf. Also, das ist jetzt das ist so ein kleiner Break. Den habe ich, den hab ich jetzt nicht da. Schauen wir mal, ob die Lücke zum Verhängnis wird, aber ich denke nicht. Ja, im OP, das kriegen wir noch hin. Ja. Das ist ja ein Nebengewerbe gewesen, ne? Ja, das andere können wir als Pause sehen, denke ich. Ah, das passt schon. Ja, ansonsten, so, lass mal stehen. Auf geht's. Boom, abgeschickt. Na, abends ist keiner da. Also die brauchen auf jeden Fall einen Abend. Weil Barbara kommt ja von Oklahoma zurück. Pauli. Wer ist das denn? Wow. Larry, du hast mich nicht angerufen. Du bist ja wieder da. Ich wollte mich jetzt erstmal bequem in mein Auto setzen und dich dann sofort anrufen. Hallo? Howdy. Ja, Larry? ich hatte gerade Schreibkram erledigt. Hat es dir die Stimme verschlagen? Oh, warten Sie. Hallo? Hi. Larry, wir gehen schon mal ganz kurz nach oben, ja? Ich muss mal ganz kurz lieb.
Genau. Die Dynasty ist die Mitchell-Operat, hallo. Howdy. Sie hätten angerufen. Ja, das ist ja nett, dass Sie anrufen. Ich grüße Sie. Eigentlich hatte ich letztes Mal mit einem Kollegen von Ihnen gesprochen. Es ging darum, dass ich Ihnen... naja, wissen Sie, ich war lange Jahre hier jetzt, mittlerweile über 2 Jahre im Los Santos Police Department tätig und habe dort meinen Dienst quittiert vor 2 Wochen. Und ja, habe mir gedacht, ich möchte ja mal mein Interesse an Ihr Haus bekunden und ich habe jetzt einfach mal eine Initiativbewerbung an Ihr Postfach geschickt. Also Sie möchten jetzt ein Haus mieten bei uns oder bei uns arbeiten oder worauf bewerben Sie sich? Ah, ja. Als Makler, okay, ich sehe es gerade. Ich habe, ja, das ist richtig. Ich dachte jetzt so ein neuer Arbeit zu Ende, mal ein neues Haus oder so, ne? Manche Frauen machen das mit Frisuren und wer weiß. Ja, stimmt, Sie haben recht. Nein, ich bin dann eher der Typ, ich würde das dann vielleicht mit dem Auto machen. Aber so ein Haus, wissen Sie, naja, auf der anderen Seite, man kann ja auch mehrere Häuser haben. Warum nicht? Sie bringen mich da auf was. Naja, so ist es, ne? Ja, aber wie gesagt, das ist eigentlich, ja, der Grund, dass ich Ihnen das zukommen habe lassen. Ich habe das Gespräch auch entsprechend schon geführt und, naja. Initiativbewerbung schadet ja nicht. Und ich bin mir sicher, dass ich eine Bereicherung sein kann für Ihr Unternehmen. Gerade auch zu den späten Stunden. Ich bin eher ein Mann, der eher das Nachtleben genießt. Ja, schön, gut zu wissen. Ich würde einfach mal sagen, ich würde das unsere Administration ausrichten. Die kümmern sich dann um Bewerbungsgespräche. Meistens geht das auch relativ schnell. Na, die würden sich dann bei Ihnen melden. Zwecks Team eine Terminvereinbarung. Okay, das ist ein Wort. Dann danke ich Ihnen auf jeden Fall für den schnellen Rückruf und dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und auf jeden Fall noch ein gutes Geschick und guten Abend und einen schönen Abend. Ja, vielen Dank und schönen Abend Ihnen. Howdy, Mister. Bis dann, ciao. So, howdy. Howdy, Larry. Hallo. Na? Ja. Ich war gerade, tut mir leid, ich war gerade noch so in Gedanken. Ich habe noch ein bisschen Schreibkram erledigt und ja, jetzt habe ich gerade noch einen Rückruf bekommen von der Firma. Und die werden sich in Kürze bei mir melden, von den Terminen. Super! Hey, hast du heute sonst noch was vor? Tja, ich will einen Job. Ich wollte eigentlich einen Job mal endlich angeln. Ja, dann muss ich dir leider einen Strich durch die Rechnung machen, denn heute wird gefeiert. Echt? Was wird denn gefeiert? Geh nochmal nach oben und pack mal deine Badehose ein. Die du geklaut hast. Naja, eher die aggressive oder eher die Urlaubsreihe? Eher die Urlaubs mit Urlaubsstimmung. Urlaubsreife. Wir sind sehr in Eile gerade. Also sehr in Eile. Ja. Deswegen musst du das jetzt ganz schnell machen. Und dann ma'am. Ja. Was ist das denn? Was ist denn das schon wieder? So eine Scheiße, wirft meine ganze Planung durcheinander hier. Mann! Die Leoparden? Ja, komm. Oh Mann, muss ich nur umziehen hier? Der ist so hässlich. Da. So.
Ich muss jetzt schon lachen. Das kann ich nicht bringen, oder? Wo ist mein beiges T-Shirt? Ich habe noch ein beiges gehabt. Weil die Frau sich immer anziehen. Na, da arbeite ich noch nicht, das mache ich nicht. Larry, irgendwie funktioniert ja das mit dem Schnell bei dir nicht. Wir fahren schon mal los. Ich bin fertig, ich rufe dich gleich an, ja? Ich muss gerade wirklich. Wir haben was Großes gemietet und die Zeit rennt uns dann davon. Ach so, ist das ja? Ja. Barbara und Max sind ein Jahr auf der Insel. Wir haben was Großes gemietet. Also, ich habe was Großes gemietet tatsächlich. Und wir laden. Du bist natürlich auch eingeladen. Und weil du mein Freund bist und ich das ja gemietet habe. Ich melde mich gleich bei dir, ja? Ja, okay. Ich melde mich gleich bei dir. Ich bin fertig. So, howdy. Larry, erstmal sieht das voll, ich leider sagen, voll scheiße aus. Das und, ist keine gute Farbkombi. Und jetzt was denn? Die Badeklamotten anhaben, gleich erst. Ich hab Larry, was hast du denn für Schuhe an? Ja, das sind jetzt mal, naja. Oh, ich glaube, das ist meine Schuld, weil ich dachtest du vielleicht, dass ich zu einer Bad Taste Party gehe? Ah, ich dachte, das wäre so eine Strand-Bad Taste Party. Nein. Nimm die Unterhose einfach mit und zieh deine normalen Klamotten an. So, wir müssen jetzt los. Ach, Mann, ja. Ich melde mich bei. Schnell! Sah doch gut aus. Das wird noch so gut, Leute. Jetzt ist mir gerade was eingefallen. Oh Gott. Oh, sind sie schon weg? Ja, aber hey, das war doch für Larry, tja.
Naja, Larry hat ja Wechselhosen dabei, ne? Howdy, Harry. Ja, wo muss Howdy. ich hin? Lady, da hast du mich ein bisschen überfallen von allem, aber wo muss ich hin? Ja, hab ich wirklich, ich weiß. Ich kenne dich aber auch gut genug, jetzt musst du es wirklich schnell gehen. Ich schicke dir mal kurz einen Standort, ja? Ja, hau rein, ich bin gleich da. Du musst mich anrufen, wenn du da bist, damit wir dir das Tor aufmachen können. Das... Jo, okay. Also, ich bin gespannt und ich warte auf deinen Standort. Ja, warte. Oh, ich habe eine Nachricht bekommen. Larry? Ja? Hätte ich jemals geheiratet, hätte ich es hier gemacht, ich sage dir. Oh, das ist so schön hier, dir wird es gefallen. Oh, so, ich hab das mal übertragen in mein Navi. Ich fahr mal drauf los. Ja, sagst du Bescheid, wenn du da bist? So, klingel kurz durch, und weil ich habe gerade einen Rucksack voller Alkohol hier. Harry? Harry, ich kann gar nicht. Was? Was ist denn so schön, dass es dir die Sprache verschlägt? Harry? Harry? Ja? Was hat dir jetzt gerade die Sprache verschlagen? Gar nicht, ist schon okay. Oh! Oh mein Gott, Harry! Ich bin jetzt gleich da. Ihr müsst... Okay, ich war ja. kurz vor. Ja, mach mal auf. Ach du Scheiße, ich kann es mir schon vorstellen. Ist es hier diese... Oh je. Yeah. Nicht wirklich. Dieser Riesenbau? Audi. Ach, Entschuldigung, ich habe gerade ein paar Tränenverrührung bekommen. Max hat mir den Schlüssel, deswegen muss ich warten, bis er wieder da ist. Und dann muss ich gleich los in Alkohol. Haben die diese Hütte hier gemietet oder was? Ich habe die Hütte hier gemietet. Ich habe das einfach spontan gemacht. Was? Ich habe da gerade eine Location gesehen. Ich wusste gar nicht, dass die hier sowas aufgebaut haben. Da war mir ein bisschen, dann war ich ein bisschen traurig. Aber du hast das hier... Was hast du? Ja, ich habe das gemietet. Für den Abend? Für den Abend. Gehört alles uns. Für Barbara und Max. Wow.
Ja, okay. Was ist jetzt nochmal der Grund, das zum Feiern? Barbara und Max sind ein Jahr auf der Insel. Barbara hat heute ihr Einjähriges. Sie weiß aber noch nichts hiervon. Wow, du bist eine tolle Freundin, Harry. Ja, schon, ne? Hey, darf ich dir gleich was zeigen? Ja, sauer, schon. Dass du dahinter Gedanken hast? Was? Ich Nein, warum? Nur zeigen. Sekunde. Ja. Sekunde, Lia? hier vorne am Tor. Kannst du den Schlüssel von Max nehmen und vielleicht mir hier hinbringen, kurz das Tor aufmachen? Okay, bis gleich. Harry? Harry? Ich finde scheiße, dich so hinter Gittern zu sehen. Oder andersrum, dass wir von Gittern getrennt sind. Echt? Wäre das nicht schön? Nein, das wäre überhaupt nicht schön. Aber soll ich dir mal was sagen? Wenn du das Ding hier doch jetzt mieten konntest, für eine Nacht, da muss man das Ding doch auch dauerhaft mieten können, oder? Es ist nur der Außenbereich, den man hier mieten kann. Ach, scheiße. Der ist tatsächlich nur auf Feiern. Also hier feiern. Ah, verstehe. Feiern so. Ja. Oh je. Kleiner ist 3D. Ja, kleiner ist 3D auch. Ich hab dich vermisst, Harry. Ich hab dich auch vermisst, Harry. Zu Hause ist ein bisschen Chaos. Echt, was passiert? Naja. Die sonst so treuen Helferlein, die meine Mom im unterstützt haben, die hat ein bisschen viel Arbeit um die Ohren, als auf einmal 6 neue Pferde auf die Ranch ankamen. Naja. 6 neue Pferde? Ja, meine Mom hatte irgendwie... Weißt du, es gibt da mittlerweile... Sie ist mittlerweile mit dem Internet hier so ein bisschen unterwegs. Und dann dachte sie sich, sie wollte mal Pferde shoppen gehen. Naja. Auf jeden Fall haben alle anderen haben auf jeden Fall Arbeit gehabt. Und sie hat sich gefreut. Not bad, ich freue mich auch das nächste Mal, wenn ich dort bin. Da freut sie sich bestimmt umso mehr. Setz dich mal ins Auto, Harry, los geht's. Ja. Oh Mann, und ich dachte, ich fahre hier extra mit einem coolen Strandauto vorbei, aber okay. Hätte ich doch die Sherry genommen, die passt besser hierher. Das Auto passt auch zu der Location. Ja, okay. Möchtest du einsteigen, Harry? Komm, du musst nicht so weit schleppen. Mit der Berg hier lang ist tatsächlich schneller der Weg. Ja, ich wollte Harry kurz was zeigen, wenn man mich selber zu schlechten Launen macht. Okay, ja. Okay, dann stelle ich mein Auto vorne ab. Okay, bis gleich. Danke. Ich werde das hier für Barbara und Jo mieten. Oh, das wäre doch mal eine schöne... Ich stelle mir das gerade schön vor hier. So nach Hause kommen, nach der Arbeit. Nein, ich war für ihre Hochzeit. Was war die? Ich werde Barbara die Hochzeit verpassen, die ich nie hatte. Ja, aber... No offense. Naja, du sagtest ja, die du nie hattest. Oh. Ist ja noch ein... Das Leben ist noch lang, hoffentlich, oder? Willst du mich verarschen, Mary? Das Leben ist noch lang, habe ich gesagt. Damit habe ich doch überhaupt nicht gelogen. Lass mich doch... pass auf, sonst hau ich dir die Tür zwischen die Beine. Pass auf, dass ich dir die Tür nicht zwischen die Beine... Mit. Kannst du mir den Rucksack abnehmen? Aber klar, ich wollte dich gerade bitten. Hier, gib her. Dankeschön, Mary. Ach, klar doch. Ein Bikini geholt. Bin gespannt, was du sagst. Cool siehst du aus. Ja. Das, ja, ich habe extra noch mal was Schönes angezogen. Ja. Aber ein bisschen gemütlicher. Nicht so steif mit Weste und Hemd. Oh, warte mal. Ich hab so irgendwie so ein Ohrensausen hier. Barbara wird gleich entführt. Wir nehmen mir vorher das Handy weg. Und sind alle maskiert. Aber, Larry, keine Sorge, wir passen natürlich auf. Mhm, okay. Komm, mein kleiner Cowboy. Du siehst toll aus, das Kleid liebe ich an dir. Weiß, deswegen habe ich es auch an. Das wäre doch mal ein schönes Nachhausekommen hier, oder? So jeden Abend. Ach, was. Oh, was für ein... Muss ich grad ein bisschen Ach du rein. Scheiße, Harry, was kostet das denn, wenn ich fragen darf? Kann ich so teilen, wie du denkst, guck mal da vorne, ne? Siehst du das?
Wow. Nein. Und jetzt guck mal, da vorne ist noch mehr, da vorne und hier und komm mit, komm mit. Ach. Alter Schwede, ist das krass, oder? Das könnte was werden. Harry, was machst du denn? Ich war noch nicht fertig. Ich bin gerade gehypt. Ich will dir das zeigen. Ich werde das hier alles nochmal mieten und dann wird Barbara den nur heiraten und ich werde alles planen. Ich werde Grafiken machen, ja. Ich werde Videos machen, ich werde alles machen. Komm ich mit. Ich bin gerade etwas in Gedanken, okay. Komm. Da, Kakashi, howdy. Guck mal. Und hier können die Gäste dann sitzen und feiern. Und hier ist dann so eine lange Bar. Ist das geil, oder? Wow. Aber ich glaube, hier findet öfter was statt. Kann das sein? Ja, ich denke schon. Aber wir müssen jetzt kurz die Sachen... Oh, ist das krass. Deswegen beeile ich mich gerade die ganze Zeit. Komm mit, mein Hübscher. Mhm. Diese Miete, die du da bezahlt hast, beinhaltet bitte? Das den kompletten Außenbereich mit allem drum und dran, ja? Klar, alles hier. Mhm. Oh, Sekunde. Ja, Max, ich habe gelesen, Barbara ist da, ne? Wir kommen jetzt die Sachen in den Kühlschrank füllen und dann können wir weitermachen. Ja, Cookie, so ist das. Das ist RP. Okay, ja, wir sind gerade auf dem Weg. Wir sind hier gerade. Aber wir keine Bewertungen, Weg, bitte. Also ich weiß, wie es gemeint ist, aber bitte keine Bewertungen oder sowas. Na, wir, nein, dafür es ist halt einfach so. Alkohol gerade auf den Rücken. Ist nicht böse gemeint, kein Thema. Ihr könnt zu Hause immer jederzeit gerne, wir können auch mal so, ihr könnt zu Hause, könnt ihr euren Monitor anschreien, ihr dürft das alles machen. Was machen wir mit Larry so lange? Willst du ihm den Schlüssel vielleicht geben? Ja, aber dann ist er ja ganz alleine. Achso, sind die schon hier? Hä, wo denn? Ich sehe euch nicht. Oh, okay. Okay, wir sind sofort da. Wir treffen uns gleich alle am Parkplatz, ja? Bis gleich. Ja. Was hast du denn da alles drin hier? Boah, klärt und gluckert. Es ist ja... Oh, Larry, wie schön das hier ist mit den Lichtern. Und da waren wir gerade auch drin. Da vorne ist eine Grotte. Das ist so schön einfach. Ach du meine Güte. Was ist denn das für eine Hütte hier? Krass, oder? Wow. Ja, sowas könnte man auch mieten. Zum Wohnen. Nee. Dann bräuchte man noch ein paar Angestellte, die hier den ganzen Garten machen. Ich mag das nicht. Ich mag das in der kleinen Wohnung mit dir zu wohnen. Obwohl mit der Villa, so mit dem Balkon und so, das hätte ich auch gerne. Ja, das war schön, aber die Location war ein bisschen, naja. Ach, ich finde das eigentlich ganz schön. So, da vorne ist die Bar auf der anderen Seite. Und, es ist so, die Gäste warten jetzt schon vorne am Parkplatz, sie werden gleich reingelassen. Und wir holen gleich alle Barbara. Und du kennst ja Lami, Harald, Ava und so, die kennst du ja alle, ne? Du würdest dann, wenn das okay für dich ist, hier mit dem warten, bis wir Barbara holen und dann würden wir alle gleich Party machen. Ja, okay. Willst du wissen, wie teuer das hier war? Habe ich ja gefragt, aber du hast gesagt... Nicht so viel, wie du denkst. Ja, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt denken soll. Das ist das Problem. Ich habe das Gefühl, es wird wahrscheinlich in Zukunft teurer werden. Es ist fünfstellig. $500. Was? Ja, pst. Hör zu. Derry, was hast du dafür getan? Erzähl das niemandem weiter. Ich habe nämlich gesagt, wir lassen das komplett in unserer Bubble, sonst ist das Ding immer... Ich will, dass das ein Geheimtipp bleibt, weißt du? Weil es ist noch nicht so bekannt, dass man das hier mieten kann. Sag es bitte keinem, okay? Ach, natürlich werde ich das keinem sagen. Hey, aber... Boah. Komm, wir müssen uns beeilen. Ich dachte, es wären mindestens... Ich dachte, das wären hier mehrere hunderttausend, keine Ahnung was, Dollar. Was ist denn hier... Okay. Das haben wir haben heute komplett spontan geplant. Ich stell die mal unten rein, weil unten ist es ja schön kalt, ja? Ja, mach das. Und dann rennen wir nach. Das sind Getränke, die habe ich noch nie gelesen. Wo warst du denn? Ein paar sind von uns zu Hause tatsächlich. Du hast aber nicht unseren schönen Kirschlikör mit. Nee.
ich habe deine Whiskyflasche, die ist auf jeden Fall zu Hause. Oh, Gott sei Dank. Und deine Champagnerflasche von der Ellie. An die bin ich nicht rangegangen, an die beiden. Oh, das ist aber lieb. Ja. Hey, Wallis Brause. Da habe ich übrigens, ich erreiche Honey nicht, ich erreiche den Chief nicht. Hast du alles drin im Kühlschrank? Warte. Kannst du den Rucksack jetzt, ja auch so lange da reinpacken. Es fehlt noch. So, jetzt habe ich ja... Was? Was soll ich den Rucksack einfach da reinpacken? Ist egal, Hauptsache wir müssen den. Wir müssen uns wirklich beeilen. Barbara wartet die ganze Zeit jetzt. So, alles klar. Perfekt. Ich habe den Rucksack bei mir. Kann ich ja später ins Auto packen oder so. Ja, stimmt. Oder soll ich ihn doch hier reinpacken, damit er doch nicht verloren geht? Das ist unser Rucksack halt. Ich, Ben! Wir sind auf dem Weg, wir kommen jetzt, wir kommen jetzt. Ja. Larry bringt noch kurz den Rucksack in den Kühlschrank und dann, wir haben den jetzt. Den Rucksack in den Kühlschrank, die ist so geil. Riesenkühlschrank. So, der ist halt offen, super, ne? Hey! Ja? Ach, du bist eine Randaliererin. Ja, was? Ich bin eine Randaliererin. Einfach den Stuhl umgeschmissen. So, Max hat schon Stress gemacht. Wir wissen es wirklich. Ja, dann lass uns doch laufen. Barbara soll halt nichts vermuten. Ja, ich habe Hochhackige an. Oh, ich muss ein bisschen aufpassen. Okay. Kann ich so schnell. Ah, okay. Ist aber ganz schön zackig. Oh, also wenn... Du kannst alles mit den Schuhen anstellen. Ich habe nur Angst, dass meine Brüste rausfallen. Die haben doch so viel Spannkraft. Was soll da schon schief gehen? Oh, Larry. Deiner ist reidig. Haha, deiner ist reidig auch. Lady. Deiner ist reidig mehr. Hm. Oh, da. Kleiner als drei Mädchen. Oh. Immer eins mehr als du. Die anderen sind jetzt nochmal kurz weg, deshalb machen wir das eben zu zweit, oder? Oh, so jetzt nochmal. Also. Ja, was soll ich denn machen? Ist das gut so? Wie was sollst du machen? Wie die anderen sind weg? Larry ist doch hier. Was denn? Was man gern? Ich fahre jetzt und treffe mich mit Barbara, okay? Und ich schicke euch dann, ich schicke euch heimlich den Standort. Oder wir gehen einfach zum Flughafen und nehmen sie mit. Ja, sie wartet dort. Oh. Das ist eigentlich ziemlich perfekt. Wo bist du? Wir sind schon losgefahren. Ich schmeiße sie einfach in den Weg. Der stülpt mir den Sack drüber, dann schmeißen wir sie in Kalahari hinten auf die Ladefläche. Flughafen. Okay, ja, Barbara, wir sind gleich da. Nee, wir sind gleich da. Wir sind schon auf dem Weg. Ja, wir sind da. Black Lumen, howdy. Schön, dass du da bist. Jasmine, howdy. Okay, ich finde nicht, dass Larry jetzt alleine hier bleibt. Wie macht das? Ja, deshalb meinte ich, bleib du einfach hier und ich mach. Nee, macht ihr das zu dritt? Nein. Macht ihr das zu dritt? Ich komm klar. Ansonsten, wir können hier einen Sack über den Kopf schmeißen und. Wir verbringen die Zeit jetzt hier zusammen. Das ist einfach, ich gebe jetzt nächstes Mal einen Autoschlüssel. Nein, mach du das, wirklich, jetzt ernsthaft, mach das. Dann kann ich noch ein bisschen lesen. Doch, du kannst ja. Du kannst ja die von die rote nehmen. Okay, er will nehmen. Mich gar nicht hier haben. Du kannst die rote nehmen und jemand von uns versteckt sich, während wir die. Ja, einer kann ja den Fahrer spielen und die. Ja, ja, ich würde euch nämlich vorher rauslassen und würde dann zu Barbara. Ja, genau, dann rennen wir zu mir, bestellt mir die Maske rum und dann kommt das Auto. Am Flughafen ist das eine gute Idee. Ja, ist egal. Okay, gut. Dann, okay, Larry, bis gleich. Okay. Lasst euch. Ey. Passt auf, dass euch keiner sieht, nicht, dass ihr die Polizei am Hacken habt. Wir passen schon auf, aber. Ja. Das muss ganz schnell gehen. Ihr seid jetzt dann am Flughafen, ja? Ja. Okay. Gut, bleiben wir jetzt. Bisschen aufs Bisschen. Passt auf euch auf. Tschüssi. Mit was fahrt ihr denn? Tulip. Ah, okay. Notruf des SPDs SC22, wie kann ich Ihnen helfen? Howdy, ich grüße Sie, Mister. Guten Abend, Herr Skinner, wie kann ich Ihnen helfen? Passen Sie auf, wollen Sie ein bisschen Spaß haben? Also, wollen Sie einer Streife ein bisschen Spaß gönnen? Ja. Wie ist es los? Ach, wissen Sie,
Hier läuft gerade sozusagen, es ist eine Überraschungsparty geplant für jemand Bestimmtes. Sie wird gerade jetzt dann von einem schwarzen Tulip abgeholt am Flughafen. Das heißt, es ist so geplant, dass wir sie einfach ein bisschen erschrecken wollen. Also so mit Maske auf. Also, die halten wir uns davor und dann wollen wir sie einladen und wollen sie zu dem Überraschungsmoment fahren. Verstehen Sie? Und ja, es wäre so eine Art Krautentführung. So eine Art, sozusagen. Ja, es ist eigentlich, es geht darum, auf eine ewige Freundschaft, die jetzt schon ziemlich lange währt. Es passiert nichts, hier werden keine Personen verletzt, aber sie könnten die Abholer, die nicht damit rechnen, möglicherweise einfach mal schocken. Und, naja, vielleicht kann eine Streife vor Ort dann einfach mal aufpassen am Flughafen, einfach ein paar Mal patrouillieren, damit es einfach noch spannender wird für die beiden oder für die drei. Und, ja, vielleicht können die dann auch noch mal ein bisschen hinterherfahren und die stoppen. Und dann fahren die zusammen hierher, an diesen Platz. Ich muss Sie darüber informieren, dass es bei Vortäuschen einer Straftat wäre und zurzeit die Streifen dafür, ne, Sie kennen das ja. Ach, jetzt hören Sie auf. Ja, gut, okay. Naja, auf jeden Fall sollten Sie wissen, dass hier nichts passiert. Es wird hier keine Person verletzt. Ja, ich dachte mir nur, es könnte man einfach dann den Leuten noch ein bisschen, naja, verstehen Sie, einfach nur mal ein bisschen. Ja, ich kann das da gut verstehen, aber zurzeit ein bisschen schwierig. Okay, dann leider nicht. Macht nichts. Ich danke Ihnen, aber passen Sie auf sich auf und hey, fangen Sie sich nicht eine Kugel ein, ja? Nee, mach ich schon. Dann schönen Abend Ihnen trotzdem noch. Howdy. 22. Oh Gott! Oh! Wen muss man denn hier anrufen, ey? Ohne Scheiß. Der Büschlauf wäre so geil, wenn der jetzt da wäre. Der wird das voll durchziehen. Der wäre dabei. Der wird es auch so geil machen. Der Büschlauf wird es auch so geil machen. Aber der ist nicht da. Scheiße. Jetzt ist keiner da. Mann. Nein, ey. Das ist scheiße. Ja, sieht, das hat man davon. Der ganze Laden ist nur noch nichts mehr mit alten Leuten. Nur noch irgendwelche... Oh, nee, ey. Da biete ich schon so einem... Ja gut, ja, okay. Vortäuschen an der Straftat. Ich glaube, ich spinne, ey. Oh. Mann! Das gibt's nicht. Scheiße. Das gibt's nicht. Ah, der Tanaka, der macht. Nee, der Tanaka ist mir da zu kompliziert. Ah, siehst, vielleicht ist der da. Nee, Prinzip nicht ran. Nee. Die alten Leute gehen dran, wenn sie da sind. Mann! Ich sogar noch die Nummer von Sorkin. Die habe ich einfach aus Prinzip nicht gelöscht. Mein Gott. Room, Santi, McDavid, Strauß, Wolkenkopf habe ich immer noch drin hier. Miller, Amos. Dorian. Carion, howdy. Einen wunderschönen guten Abend, ich hoffe, dir geht's gut. Ach Mann, ist das scheiße. Der ist auch nicht da.
unflexible Leitstelle, ey. Ken. Der drückt mich weg. Sehr dringend? Redest du nicht mehr mit mir, oder was? Nee, ich wollte dir gerade schreiben. Ich bin mit meiner Frau unterwegs. Ich habe heute Hochzeitstag. Ach du Scheiße. Ja, nein, okay, dann ist das natürlich... okay, nee, hat sich erledigt. Viel ich Spaß. Ich wollte dir gerade schreiben, dass du Bescheid weißt. Ich melde mich morgen sonst, ja? Happy Hochzeitstag. Howdy. Danke dir. Ciao, ciao. Kirsten, vielleicht ist er da. Der würde auch mitmachen. Es ist so scheiße, Leute. Es ist so scheiße. Es ist keiner da. Mann, ey. Oh, nee. Ach, scheiße. Ach, Leute, es wäre doch so schön gewesen. Jetzt mal ehrlich, oder? Ja, jetzt können wir es aufgeben. Ja, reicht mal keinen. Das sind alles diese neuen... Es sind nur neue Leute im LSPD, ne? Das ganze Ding ist neu. Ah. Das wäre so lustig gewesen, ey. Ich glaube, das wäre so lustig gewesen. Ich hätte das so gefeiert. Gerade jetzt, wenn die so sagen, Maske und hier den einpacken und dann werden... Stellt euch mal vor, die ziehen das durch und dann ist da um die Ecke einfach eine Polizeistreife, die, oder einfach überhaupt schon eine Streife, die ein paar so einmal vorbeifährt, so dass sie das sehen. Und dass sie dann einfach, ja, dass sie dann, keine Ahnung, wer das war. Dass sie dann einfach nochmal gucken, wird spannend und dann packen sie ein und dann ein bisschen weiter. Auf einmal wird die, hält die Streife die an und dann gibt es erstmal voll Stress hier, bla bla, Entführung. Und dann halt so erstmal wie abgesprochen, ja, dann bringen sie sie, dann eskortieren sie sie quasi hierher. So richtig actionmäßig, das wäre so geil gewesen. Scheiße, ey. Mann, aber dass sich der jetzt da auch nicht drauf eingelassen hat. Also, da, wir vortäuschen einer Straftat. Naja. Ja, so ist es. Was für ein Schlitten hier. Wow. So ein Bentley. So ein Bentley-Verschnitt. Ja, das wäre nochmal eine Hütte, die wäre, also ich finde, das wäre so dieses Grundstück hier, das wäre Larry wert, oder? Das ist dann die zukünftige, das ist die zukünftige Mafia. Die Haudinessos. Das ist ein Haudinessos Mafia Hauptquartier. Ha? Nein, aber hey, wollen wir 22 jetzt nicht schlecht reden, gell? Also nix mal nicht schlecht reden. Er zieht das halt so durch. Er ist halt sehr dienstbeflissen und ein ganz gewissenhafter junger Kerl, der da an der Leitstelle sitzt. Tja, so ist es. Schade. Und wir erreichen aber auch gar keinen, gell? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Es ist wirklich keine, Entschuldigung, keine Jean ist da online, ey. Das gibt's nicht. Mann, sogar Weiß hätte da mitgemacht. Er hätte natürlich hätte, wenn Walter Weiß das gemacht hätte, wäre halt übelst Drama gewesen. Dann wäre wahrscheinlich das eigentliche Event wäre total im Arsch gewesen und die eigentliche Planung. Howdy. Na, wie geht es Ihnen, Gentlemen? Ja, war super. Ne? Wo ist denn die Party? Ja, die Party findet hier statt, aber die... VIPs, die kommen gleich. Und wo ist das hier? Am Pool da hinten oder hier irgendwo? Ach, das weiß ich auch noch nicht so genau. Also ich habe das nicht geplant, und aber ich denke, wenn die da sind, dann werden wir alles weitere erfahren. Harald, wie geht's Ihnen? Ja, mir geht's super, ne? Okay. Und darf ich mal fragen, wie schwer Sie nochmal sind, Mister? Immer noch Lami. Ach, du Scheiße, Entschuldigung. Hatten alles Sie nicht gut. Lange Haare?
Ja gut, es ändert sich täglich, ne? Wow, also sie leben quasi, naja, so wie sie gerade, also sie, so, naja. Wie ich mich fühle. Genau. Ja, richtig. Ja, ja, das ist wirklich so. Okay. Das ist die Zwiebel, ne? Ja, das stimmt, das ist richtig, aber boah, ich bin begeistert, wie wandlungsfähig sie sind. Und vor allem, was sie alles verkörpern. Es gibt doch dieses, wie nennt man das, wenn man immer alle möglichen Charaktere nachspielt, das ist, wie heißt das denn? Cosplay. Ach, die Kosenamen und alles. Ja, diese Kose, ja, ach, genau. Code-Dings mit Code und alles, ne? Codeplay. Ja, Codeplay. Codeplay. Ja, ich glaube, das war's. Ja, das war's, richtig. Also, ich glaube, sie haben dann Talent dafür. Ja, habe ich auch schon mal gehört, aber habe ich es schon noch nicht ausprobiert, ne? Dieses Coldplay und alles. Naja, aber schauen Sie sich doch an. Also ich meine, ich hätte sie jetzt nicht wiedererkannt, okay, aber wobei, die Hose. Die Hose, die Hose, haben sie das immer. Das stimmt, das stimmt. Ja. Also ja, von dem her. Auch oft. Also das, wow. Aber schön, okay. Lami, freut mich. Und Harald immer gut gekleidet. Ja, das ist doch mal klar. Ja. Sollen wir den da vorne warten auf die und die Überweisung? Ja, ich würde sagen, so in Richtung Parkplatz vielleicht und naja. Dann gehen wir doch mal in Ruhe hin. Seid ihr schon Ründchen hier, ist schon ein Riesenanwesen hier, ne? Es ist riesig, ja. Vor allem hier. Das wäre eine schicksalshafte Allee. Das ist natürlich eine traumhafte Allee, ja. Kommen mir doch die ein oder anderen Gedanken. Ja. Der Lami konnte auch mal heiraten. Ne? Ach ja, hat ja noch Zeit. Wer ist denn die oder der Glückliche? Ja, Sophie, ne? Ich weiß nicht, ob sie sie auch können vielleicht. Ja, müsste eigentlich. Vielleicht vom Sehen, ich denke schon. Stimmt, ja. Oh. Ach, Harald. Nee, ganz so. Harald, ja. So, das ist ja unser Outdoor-Jahr, ne? Sieht aus wie ein Baileys. Baileys? Hört sich an wie ein Essen. Cornflakes. Ah, ist eine europäische Marke. Also so ähnlich, glaube ich. Ach, keine Ahnung. Naja. Riesen Baileys. Trotzig. Hauptsache rote Brems... Ja, ja, die rote Bremsanlage wieder. Ne? Ja, also ja, das ist... ja. Also, ne? Ja. Hätte ich lieber gelbe genommen. So, naja, also die Ladies sind gerade unterwegs und holen die Hauptperson. Oh. Wird, glaube ich, ganz spannend. Und die weiß nichts davon, nein? Soweit ich weiß, nein. Das würde ich so eine schöne Überraschung, ne? Hat bei mir keiner gemacht. Ja, hoffentlich. Auch nicht, ne? Seit wann seid ihr denn hier? Ja, fast 2 Jahre bin ich. Na, ich meine jetzt hier auf Grundstück. Achso. Hä? Ja, wie seid ihr denn hier raufgekommen? Ja, durchs Tor. Ja, eben. Okay. Hat euch wer aufgemacht? Ja, also. Ach, da haben sie wohl ver... Ach, die haben ja, wohl so nicht... Viel. Ach, okay. Die haben wohl nicht zugemacht, deswegen. Ja, ja. Naja. So, dann können wir uns mal hier... Ich würde sagen, dann steigen wir uns hier mal auf. Mal warten, ey. Was haben die für ein Auto? Ein Tulip. Ja, oder man versteckt sich oder so. Oder wie ist das denn geplant? Tja, die packen sie ein. Ja, richtig. Mit Maske. Und Maske ist illegal. Ah, die Maske ist nur... Im Auto drin mit einer Maske. Die ist, glaube ich, nur halb auf dem Gesicht. Also ist es ja auch so halb. Es ist Grauzone. Die Frage ist, die werden ja dann hier hinfahren, ne? Ja, natürlich. Sollen wir uns nicht irgendwo da oben verstecken oder so? Hier merkt man ja dann... Ach so, sie hat auch eine Maske auf. Nee, ich denke nicht. Ah, ich würde sagen, wir gehen einfach mal hoch. Und, oder wir lauern hier oben auf der Mauer. Wir lauern auf der Mauer. Ja. Auf der Mauer, auf der Lauer. Delfine? Die können gut schwimmen. Achso. Wie soll ich denn da hochkommen, was, ne? Oh ja. Mit dem Rücken und alles. Stimmt. Zum Huckepack. Oder Räuberleiter. Gib ich doch wohl nur über was, ne?
Oh, da will ich auch. Wie sieht's denn da vorne aus, links hier? Schau mal, da kann man ein bisschen um die Ecke gucken. Das stimmt. Das ist angenehmer, als irgendwo drauf zu klettern, oder? Auf jeden Fall. Ja. In den Paletto, oder wir brauchen die 5 Jahre. Die scheißen sich wahrscheinlich in die Hose, weil sie es gar nicht machen wollen. Hm. Das kann ich verstehen. Es ist höchst illegal erstmal, ne? Aber wisst ihr, was schade ist? Ich wollte meinen alten Kollegen anrufen. Ja, und hab mir gedacht, die können das Ganze noch ein bisschen spannender machen. Und sich dort auf die Lauer legen und sie dann hierher eskortieren. Ohne dass die Abholer es wissen. Es wäre viel lustiger gewesen, wenn die Abzuholende nichts weiß, aber die Abholer ebenfalls nichts wissen und überrascht werden. Das wäre richtig ein Debakel geworden, aber schade. Das wäre echt krass. Es ist keiner da. Also ein Feuerwerk haben wir aber nicht hier gemietet, ne? Weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, was hier noch alles geplant und vorbereitet ist. Ich bin eigentlich ganz spontan vor ungefähr einer Stunde sozusagen hierher befohlen worden. Du weißt ja, wie das ist mit den Frauen. Woher weiß ich das, ne? Hätte sie alle mal. Ja, stimmt, ja. Hey, sag mal, Harald, ist das richtig, dass du hier mit Rose Finkers zusammen bist? Ja, das ist richtig, wir sind jetzt auch verheiratet. Ja, das habe ich auch gehört. Ja, Wahnsinn, Glückwunsch. Ja, danke. Da haben sich aber 2 gefunden. Das würde ich auch mal sagen. Da hat auf den Schlag gepasst. So hieß es. Okay. Nein. Und? Auf den ersten Blick. Was für Vorzüge hat sie denn, die gute Dame? Ja, da ist sie ordentlich was anzupacken. Nein, das finde ich ja schon mal gut. Ja, das ist Lebenserfahrung. Ja, das stimmt. Da ist nichts zu schade. Die macht, was sie will. Ne? Und die ist auch nichts peinlich. Und das finde ich auch toll. Ne? Ein freies Leben kann man mit der führen. Ja. Also, ich würd sagen, da kann man ja Pferde stehlen mit der. Das kann man ja. Das finde ich doch schön. Ha, cool. Nicht, dass sie die dann aufisst oder so. Ist Veganerin. Ob die auch kommt? Die Rose, das kann sein. Ja. Das wäre ja toll. Oh, Ami. Mhm. Hast du eigentlich jetzt das Taxiunternehmen übernommen oder hast du das schon länger? Ich hab das schon ewig. Ach, Scheiße, wir haben uns aber. Das gibt's gar nicht. Oft gesehen. Ich bin wahrscheinlich einfach schon zu alt für den Scheiß. Ja, gut, aber ich verändere mich auch wirklich oft. Das haben wir auch schon recht irgendwie. Ah, aber ich glaube doch ganz am Anfang, doch natürlich, da habe ich natürlich, ja. Ich habe gerne zwischendurch mal eine Taxifahrt genossen mit dem Unternehmen. Ja, aber das ist so alle, am Anfang ist es immer und später fährt man kein Taxi mehr. Nicht. Naja, ich habe den Dienst ja jetzt quittiert im LSPD nach 2 Jahren. Warum das denn? Weil ich keinen Bock mehr habe. Ja, falls Arschlöcher sind, sagen Sie doch mal. Naja, manche schon, nicht alle. Ja. Ich pauschalisiere nicht gerne. Aber es gibt ein paar, wo man sagen würde, okay, aus dem Grund finden manche das LSPD nicht so toll. Mhm. Es gibt aber auch ein paar, die machen ihren Job, glaube ich, ganz gut. Fair. Das sind die wenigen, was, ey. Ja, aber mittlerweile bin ich einfach zu ein für den Scheiß. Nein, ich möchte nicht mehr, dass Ari sich ständig Sorgen machen muss, ob ich noch in einem Stück nach Hause komme. Und ich habe auch keinen Bock mehr, mir weitere Kugeln einzufangen. Und mittlerweile hat dieser ganze Apparat, naja, meinen ganzen alten Kollegen, es ist auch fast keiner mehr da und es stand irgendwie viel still. Ja, das ist auch schade zu hören, ne? Tja. So, ich habe eine Nachricht. Sind gleich da. Wird gerade gut. Wild. Da müssen wir uns jetzt überlegen. Ja. Okay. Wir können auch warum ziehst du dich nicht aus und strippst dann? Ja, du spielst. Na, das heißt, hast du doch mal ganz gut gelernt da. Ja, da war ich auch noch jünger. Na, das stimmt. Ist doch so. Ey, dann kannst du mir später bestimmt mal ein paar Tricks zeigen, oder? Das kann ich auf jeden Fall. Oh, das wäre ja mal cool. Ich kann ja auch mal einen schönen Hut leihen. Oh, das ist so geil. Wir stehen hier gleich einfach wie nichts was, ey.
Ja, das können wir auch nicht tun. Wir müssen doch da salutieren oder irgendwas, ne? Ja, vielleicht machen wir das dann oben. Ich habe nicht keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo sie jetzt quasi Barb auspacken. Wahrscheinlich da oben am Parkplatz. Ja. Ich weiß auch nicht, wie es da weitergeht. Ich schreibe mal, wo wir am besten stehen sollen. So. Mal gucken, was ich als Antwort bekomme. Da Kakashi, seit 18.05. YouTube! Ja, aber mittlerweile fühle ich das ganz gut. Ich habe momentan eine Bewerbung laufen bei Dynasty. Da glaube ich, kann ich mich ganz wohl fühlen. Also ich meine, wissen Sie, ich brauche eine Arbeit mit Leuten. Ich liebe es, mit Leuten unterwegs zu sein. Was sagen Sie? Ja, das stimmt wohl. Aber ich weiß gar nicht, wie flexibel man da arbeiten kann. Flexibler kann man es nie machen. Das stimmt wahrscheinlich. Ja, das Ding ist, mir ist alles egal, ne? Braucht Alice Taxi denn noch auch Fahrer? Ich meine, ich bin ja mehr so der Mensch für den Abend, für die Abendstunde. Liebes Wärter, kein Schwein mehr mit dem Taxi, ne? Boah, das ist aber... Aber Moment, eine Antwort. Gerne vorne alle bei der Grotte. Okay, dann gehen wir mal zur Grotte. Die Grotte ist doch da hinten. Ja, das ist dieses erleuchtete Ding da, genau. Gamer, alles gut. Larry geht's gut. Also das ist überhaupt nicht schlimm. Also das ist gewollt, das war alles. Aber wissen Sie, ich fühle mich wohl mit der Entscheidung, muss ich ganz ehrlich gestehen. Das glaube ich, da wäre ich auch ja, nicht da aussperren. Naja, so ganz ohne war es natürlich nicht. Wie gesagt, seit über 2 Jahren war ich dabei. Seit Anfang an, sozusagen. Hatte damals mit dem Team hier das Ganze aufgebaut. Ja, das muss ein bisschen wehtun, ne? Ja, muss es. Und tut's auch. Ah, ich brauche meine frische Sprunk. Möchte noch jemand eine? Nee, danke. So was trinke ich nicht. Ich liebe einfach dieses Zeug. Intensives Sprunk trinken. Na, halt, was trinkst du denn immer? Ja, aber trinke ich Wasser. Ich kann Ihnen das nur empfehlen. Sie sollten das intensive Trinken erlernen. Das macht Harald auch schon immer. Mal sowieso, ne? Ja, ist klar. Aha. Sie müssen mal Harald trinken. Oh, guck mal, da hinten steht doch jemand. Ja. Das ist die Lea, ne? Oh ja. Das ist Lea. Oder? Ja. Ja. Gamer, alles gut. Du kannst mal bei YouTube gucken. Kannst bei YouTube mal schauen. Die die letztaktuelle Folge, die vom letzten Stream, die werde ich heute noch hochladen. Ansonsten, das war die jetzt von Staffel, das ist die von Staffel 5, die letzte, jetzt sind wir bei Staffel 6. Ja, Staffel 5. Die letzte Folge quasi, letzte Episode. Kannst du reinschauen. Ja. Mit einem schönen Schreiben hat sich Larry verabschiedet, weil auch von der Führung ewig lang keiner verfügbar war und insgesamt die Situation nicht mehr zu Larrys Lebenssituation gepasst hat. Ja, so ist das. Echt schön hier, ne? Ich sehe vor mir nicht das als Wohnung hier, ne? Oder als Anwesen. Ja, musst du, pass mal auf, wenn du sagst, du gehst zur Arbeit, dann brauchst du allein schon 10 Minuten, hier aus dem Anwesen rauszukommen, ey. Würde ich in Kauf nehmen, ne? Ich hab schon wieder. Was schreibt denn? Ah, Ari, komm jetzt. Ich dachte, die kommen vorher schon. Ah, ja, gut. Auch mit der Lichter hier ist der Wahnsinn. Lami? Mhm. Hast du gerade Zeit? Ja. Kann ich mal was fragen? Ja. Willst du meinen Bewerbungstext kurz bewerten? Nein, vergiss es. Du bist ja nicht in der Arbeit. Das wäre jetzt too much, glaube ich, wenn ich das vorlese.
und vorlesen und zack. Ja, jetzt müssen sie, ne? Ah, okay, Moment. Hätte ich nur mein Maul gehalten. Okay. Um Ihnen einiges über mich näher zu bringen, an beim, naja, ne, Initiativbewertung. So, aber ich gehe hiermit auf einige Punkte ein, um Ihnen möglichst abgerundeten ersten Eindruck meiner Tätigkeiten und Qualifikation zu geben. Vor Erfahrung als Polizist bzw. polizeiähnlichen Dienst kann ich, wie Sie meinen Lebenslauf entnehmen können, aufgrund meiner langjährigen Tätigkeit in der US Army im Bereich Criminal Investigation sowie in der Betreuung von einsatzgeschädigten Traumapatienten im Bereich der Psychologie vorweisen. Der Schwerpunkt ruhte dabei auf Ermittlungstätigkeiten mit erweiterten Befugnissen innerhalb der US Army, um dort bereits begangene sowie auch geplante Straftaten aufzuklären bzw. vorzubeugen. Weiterhin bestand mein Auftrag, die jungen Menschen im Sinne der psychologischen Ersthilfe präventiv auszubilden und aufzuklären. In Teams, jeweils mit 4 Personen und unterschiedlichen Spezialqualifikationen besetzt, lag das besondere Augenmerk auf Sicherstellung der Integrität der US Army. Auch Aufklärungsarbeit im Rahmen von Vorträgen und Seminaren innerhalb der Streitkräfte war ein Mittel einerseits zur Aufklärung, andererseits zur Vorbeugung zur Begehung von Straftaten. Weiterhin war ich im psychologischen Dienst der Streitkräfte tätig und galt in meiner Base als der Ansprechpartner bei Fragen, Problemen und Notfallbetreuung traumatisierter Personen. Mein stets respektvolles und seriöses Auftreten sorgte auch dafür, dass man meinen Rat in Verhandlungsthemen in bi- und multilateralen Gesprächen aufsuchte. Weiterhin habe ich etwas mehr als 13 Jahre die Sicherheitsfirma Larskin Secure Solutions nach Gründung geleitet in Phoenix und zu einem respektablen und seriösen Ansprechpartner in diesem Bereich geformt. Neben Spezialaufträgen innerhalb der US-Streitkräfte gesamt sowie VIP-Personentransporte stellten wir auch bei Bedarf individuelle Sicherheitskonzepte dem militärischen als auch zivilen Bereich zuverlässig zur Verfügung. Weiterhin haben wir entsprechendes Personal im Bereich der allgemeinen und differenziellen Psychologie bei Bedarf ausgebildet. Aufgrund privater Umstände überließ ich einem langjährigen und vertrauten wie auch verdienten Mitarbeiter die Firma und löste mich ebenfalls von privaten Bindungen. Ich möchte die noch immer junge Stadt Los Santos im Bundesstaat San Andreas mit meiner Persönlichkeit und Erfahrung bereichern und den Personen Unterstützung und Hilfe zukommen lassen, welche sie benötigen. Dies schließt allgemeine Lebenssituationen mit ein. Die Leitung einer Firma erforderte, selbstredend, viel Verhandlungsgeschick, sprachliche Gewandtheit, immer mit einem Ziel vor dem geistigen Auge. Ich bin keine scheue Person und kann offen auf Menschen zugehen. Fairness, Teamarbeit und auch sind auch keine Fremdwörter für mich und ich schätze kleinere Betriebe mit meist familiären Umfeld. Weiterhin konnte ich mit unterschiedlichen Leitungsaufgaben auf verschiedenen Ebenen mit Rat und Tat überzeugen, was dafür spricht, dass ich keine Probleme mit Hierarchien habe. Ich habe mein Leben der Sicherheit in unterschiedlichen Bereichen gewidmet und so weiter und so weiter. Es hört sich erstmal sehr gut an, muss ich sagen. Tja, ich habe mir halt mal Mühe gegeben, da was zu machen. Leute, das Thema mal ganz kurz unterbrechen. Ja, ja. Barbara kommt da vorne. Sie sieht nichts, die Maske ist umgedreht. Und sie denkt, Max hat die Jungs dann entführt und was angetan. Okay. Ach, schade. Ich wollte noch ein bisschen improvisieren für euch, aber hat nicht geklappt. Kann ich dir später erzählen. Oh ja, gerne. Haben wir soweit? Lass das jetzt hier, ja, oder? Kann sie die Maske abnehmen? Ja. Sollen wir sie irgendwie aufstellen? Spalier oder so? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ja, lass uns doch ein Spalier machen. Ich winke. Komm, Spalier. Was für ein Ding? Dann links, rechts, stellen wir uns auf. Ach, meine Güte. Dann winke ich halt auch. Alles klar. Hey, Audi! Ah, Audi! Kicha! Dabei jetzt auch nicht schluss, die schlecht nach dich sterbe! Opa, Entschuldigung! Ihr seid ja scheiße! Oh Gott, hallo! Ach, du auch! Ist schön, dass du da bist! Hi! Meine Güte, oh Gott sei Dank, geht's dir gut? Ja, mir geht's gut. Oh, ja, scheiße, du! Was? Ja, jetzt bin ich gerade ein bisschen, jetzt freue ich mich, ne? Aber ich dachte wirklich, ich sterbe jetzt. Nein. Oh, ich habe das hast gut gemacht, oder? Ja, fantastisch, meine Güte. Ja, ich hatte Lust, dich umzubringen kurz, ne? Wirklich unhöflich. Ja, danke schön. Ist das hier mein Geschenk? Ist das mein Haus hier jetzt?
Ja, für heute. Bis 2 Uhr ist es dann raus. Haus jetzt. Ist das wirklich fest? Ja. Oh Gott. Das. Und weißt du noch, was noch viel besser ist? Was sehen? Harald würde für dich auch strippen. Ne? Oh nee, das muss nicht sein. Das muss wirklich nicht sein. Nee, da würde ich ablehnen. Wirklich. Das ist sehr, sehr lieb, aber ich. Nee, da. Ja, naja. Du kannst dir heute die Kante geben. Wir haben sehr viel Alkohol da. Oh, super. Das ist nämlich das, was ich eigentlich vorhatte, ne? Ja, und da heute so ein besonderer Tag ist, hat Opa extra für dich abgesagt. Er hat keinen Bock zu kommen. Das ist. Weißt du nicht? Okay. Ja, so ist es doch, Name. Oder siehst du ihn hier? Nee. Harald, ich bitte dich. Ja, Harald, ist ein schwieriges Thema, ne? Schwieriges Thema. Ist zur Besinnungslosigkeit. Oh Gott, jetzt habe ich mich schick gemacht für gar nichts, ne? Warum? Hä, wie für gar nichts? Wir sind da. Ja, gut, ich habe Wechselklamotten dabei, ne? Ja, nee, weil. Hast du denn die Hose gemacht? Nee. Hast du den Bikini mitgenommen? Aber jetzt stell mal vor, wenn wir trinken, da kann ich doch nicht mit hohen Schuhen rumlaufen, ne? Achso, du kommst halt barfuß, ja, meine Güte. Träumchen. Aber dies. Nach ein paar Flaschen merkst du es doch nicht mehr, auf was du rumläufst. Genau. Das ist gut. Hier war ich schon mal vor Ewigkeiten, ne? Max, gib mal Autoschüsse wieder. Oh, ja. Das hat sehr gut geklappt. Danke. Dann komm, mein Handy hätte ich gleich auch gerne wieder, ne? Was bekommen? Ja, kannst du mir den Autoschlüssel geben? Oh, Barbie, wieso habe ich noch da? Ach so, nee, ja, ich habe Max nur die Schuhe gegeben. Ach so. Du hast mir irgendwas. Warte mal, gib dir. Max, kannst du mir den Autoschlüssel dann geben? Hab ich schon. Und mein Handy? Nein. Ach ja, euer Handy stimmt. Yeah. Und dein Handy, Adrian. Ist das jetzt hier gemietet oder was ist das hier? Also ich glaube, ich bringe gleich ins Wasser, okay? Ja, ich will auch ins Wasser. Hä? Wieso, wo war das hier? Ich habe vergessen, den Bikini mitzunehmen. Oh nein! Ist das dein Ernst? Oh. Ja, weil du so Stress gemacht hast. So eine Scheiße. Weißt du was, Barry? Guck mal, was ich mir heute geholt habe. Was hast du denn geholt? Aber ich habe ja Unterwäsche. Ja. Wow, ist das eine coole Farbe. Die steht dir verdammt gut. Was ist mit dem Deo? Dankeschön. Bitte was? Ja, jetzt nochmal. Aber was ist das denn hier? Nee, warte kurz. Warte. So. Ja, da habe ich ja Lust, dass es keine Hochzeit geworden ist, ne? Das ist dein Einjähriges. Ja, mein Einjähriges, fantastisch. Barbara, wenn du noch jemanden einladen willst, ne? Lad einfach ein. Oh, Elia ist ja schon da, ne? Der ist sonst nur Freunde. Dein Hut? Ja, was denn? Dein Hut noch? Ich glaube, ich habe sonst keine Freunde. Na, gucken, wo ich. Mal gucken. Doch. Doch, wir sind unter uns. Hier ist niemand Fremdes. Schade. Kann ich dir den geben zum Ablegen? Fremdes ist da. Natürlich. Also, nicht, dass ich dir ja so. Ja. Ich lege ihn einfach auf meinen Haufen hier. Okay. Ja. Hey. Oh, wow. Ich muss mir endlich Haare schneiden. Ich komme ja so alt vor. Ja, ich wünschte, ich könnte das für dich machen, aber... Ja, mach das mal. Vielleicht in Rockford hier ist ja also dieser Riesenfriseur. Da kannst du das bestimmt machen. Oder wir lassen vom Mountain Hand Style jemanden rauskommen, der City-Dienst macht. Oh, wow, wo ist Harald denn da? Komm, Derry. Oh, ja. Der Grottenmolch. Oh! Hey Harald, du kleiner Grottenmolch. Wow. Ich war direkt auf den Knöchel drauf. Oh, wollen wir gerade mal gucken hier. Oh, ist das schön hier. Barry, kommst du mit? Das ist das Leben, was ich verdient habe. Ja, Harald? Oh mein Gott, Harald, nicht auf mich drauf! Au! Was macht ihr hier? Ey, hier oben kann man wirklich, glaube ich, gut ins Wasser springen. Pass auf, das Wasser ist nicht hoch, tief, meine ich. Aha. Ist das schön. Oh, Zeit zum Saufen. Oh! Oh Gott. Das ist ja cool. Hey, wir können hier jemanden vom City Dienst. Oh, hatte ich da Glück jetzt, ey. Der möchte nämlich auch seine Haare machen.
Wie das, was so gefetzt ist. Boah, war das Glück, ey. Ich würde, Oh, ich hatte gerade ein bisschen Glück. Ja? Ich würde niemanden holen, vielleicht sogar... vielleicht Rockford? Oh. Max. Wow. Was hast du denn angestellt? Wieso? Ei. Kannte die noch gar nicht. Max hat doch die Tattoo schon immer gehabt. Ja, ich kannte ich nicht. Ich habe Max nie nackt gesehen. Also oberkörperfrei. Ja, aber die macht man auch bei den Kleidern gesehen. Ja. Naja, aber nicht das an der Brust. Doch, das hat wohl. Ja, schön, dass du ihn öfter oberkörperfrei siehst. Ich nicht. Also die Klamotten, die Max damals anhatte, als Dragqueen, da hat man das Tattoo immer gesehen, du alter Mann. Was? Da habe ich mich geschämt. Ich guck doch nicht anderen, also da habe ich anderen Damen nicht einfach ins Dekolleté geguckt, ja? Das mache ich immer noch nicht. Ja, natürlich. Max, ich will gleich einen Test mit dir machen. So hieß es, wir müssen noch einen Test machen. Oh, was denn? Aber erstmal muss ich nochmal, Barbin, währenddessen kannst du den Friseur anrufen, dann machen wir den Test. Ja, wir können, Friseur, wir auch ihre Haare machen. Wir können jemanden vom Friseur ja einfach hinkommen lassen. Ja, das wäre ja ein Service hier. Hey, hey, wow, okay, das machen wir so. Das steht dir ungemein gut. Oh, ich habe, glaube ich, gerade meinen Rücken so ein bisschen... es geht wieder, glaube ich. Hast du den Rücken wehgetan? Ja. Hallöchen. Du musst mich nicht zurückumarmen, wenn ich dich umarme. Hallöchen. Manchmal möchte ich mich einfach nur so anlehnen. Oh, ich genieße es auch so. Alles klar. So, ich geh mal kurz zu meinem Handy. Ja. Na klar, oh, ist das schön. Sünde. Das war eine Stripperin. Ist schön warm hier. Wer war eine Stripperin? Ja, auf meinem Rücken. Nee, das war nicht meine Freundin, das war eine Jugendwette, ne? Ach so. Ach, das Tattoo meinst du, nicht die Frau? Ja, yeah, das Tattoo. Haben die Karten doch auch was zu bedeuten? Ja, hast dass du? Ich immer einen Asch im Ärmel habe. Ach so, ich dachte, so hast du gewonnen beim Kartenspielen oder so. Nee, das hat damit nichts zu tun. Okay. Verstehe. Ha, schick. Oh, danke, ne? Bitteschön. Max? Ja. Und was hast du hier für ein Tattoo an dem Ellbogen, ja? Ich habe am Ellbogen und das hat auch eine Bedeutung, aber es ist eine lange Geschichte. Echt? Aber das ist schön, ne? Kleine Tattoos, lange Geschichten. Das ist eine schöne Sache. Ja, sonst hätte ich das nicht gemacht. Mhm. Nicht, dass ich das noch bereue. Na. Komm, ruhig bleiben. Textilpflege, schön, dass du da bist und du kannst auch, du kannst es dir gemütlich machen. Die zieht sich um. Du kannst ein bisschen Stream gucken. Ansonsten kannst du auch gern gehen. Einfach hingeschmissen. Wie du möchtest. Ich eigentlich auch. Ich mache wohl mehr Drama draus, als es ist. Ach ja. Und dann möchte ich bitte ein Roasting machen. Ein was? Ein Roasting. Etwas grillieren. Ah. Also Fleisch oder was? Nein, wir sagen, wie jeder kann dann ein Ding sagen, was er an Barbara kacke findet, ein gutes und dann noch eine Erinnerung mit dir. Oh, hast du aber auch was Gutes, Harald? Ja. Ja, jetzt aber. Muss ich nachdenken, was? Ist das gemütlich, ja. Jetzt hast du noch Zeit zum Ausdenken. Ja, jeder kann sich ja ein Ding ausdenken, was er an Barbie kacke findet, was Gutes und dann eine Erinnerung noch. Harry, komm rein, ist schön warm hier. Warte. Mhm. Bleib mal da stehen, Ariane. Ja. Ach du mein... Wow. Fantastisch, oder? Ja. Oh, wow. Mach das auch mal. Ja, pass auf, dass du den Pop ist... Wow. Oh, das sieht ganz schön heiß aus. Ja. Hey. Bravo. Harry. Ja. Yeah. Komm. Mach das nochmal, ich bin so stolz auf Harry. Mach du das doch. Wie soll ich das machen? Ja. Das dann? Schon ausreicht. Ja, Übung macht der Meister. Ich bin heute irgendwie so Ecken und Kante hier. Ich will. Irgendwie traue ich mich nicht. Oh.
ein Herz. Oh, wie schön. Ihr fällt doch alles auf, oder? Ja, aber ich stehe ja, natürlich, das fällt doch voll auf. Das ist ein schönes Herz. Die Liebe, Larry. Die Liebe. Ja, das stimmt. Diese ganze, ich habe das Gefühl, dieses ganze Haus ist ein Platz der Liebe. Ein Platz der Liebe, ja. Au. Oh, ja, pass auf. Ihr fast gestolpert, beinahe. Nein, pass auf. Ja. Da habe ich schon Barbara gleich. Max hat mit mir so einen Treue-Test gemacht. Aha. Und? Du kommst gut weg. Ich habe alle Fragen wahrheitsgemäß beantwortet und ich muss mir keine Gedanken machen. Du solltest das auch mal mit dir machen. Na dann. War das nicht vorhin? Da hat doch Max gesagt, dass er einen Test machen wollte. Ja, genau, das ist der. Super interessant. Okay. Na dann. Haha. Au. Derry. Ja? Ich wollte noch mal ganz kurz so... Oh! Was ist dich denn da? Oh meine Güte! Es folgt gemütlich auf dem Stuhl. Ha! Ich will nicht. Kriminell? Komm ins Herz. Komm, legt euch ein Lied zu und... Was ist das denn? Alter Schwede. Wow. Das ist ein Beat. Pump up the gym! Ach ja, das ist das ja gar nicht. Na, Larry, wie wär's? Immer wieder eine Freude. Caution! Content's hot! You got to give! Mit all you got! Caution! Content's hot! You got to give! Ich hab euch ein bisschen vermisst. Spüre richtig diesen Beat. Nehmt euch mal richtig aus und wir brauchen ein Alkohol. Bist du schon los? Ja. Yeah. Muss noch warm werden. Larry, was? Du musst richtig abgehen. Du musst es. Ich muss erstmal. Das ist quasi, verstehst du, oh, beim Tanzen. Ja, ist ja okay. Ah, jetzt ist vorbei. Oh yeah! Oh, jetzt, oh. Jetzt hat's mich. Ja, jetzt hat's mich. Oh yeah! Hey, lady. This is a danger zone. Back up and get me home. This is a no go. Sie bewegen sich hammermäßig. Back up and get me home. Miau. Geil, ey. Take a seat, let me waste.
Ist das gut? Ja. Unglaublich. Ja. Ja, ich muss mal. Oh, da wirst du morgen richtig eine Muskelkater haben, aber oh, ich kann nicht anders. Ja. Yeah. I just can't take your hold. This is a danger zone. Back up and get me home. This is a no-go. I just can't take your hold. This is a danger zone. Back up and get me home. Yeah, come. Okay, das sind die Beine. Au. Oh. Wie machst du das? Du hast einfach so krasse Beine. So. Jetzt habe ich den Hüftschwung raus. Ja, komm schon. Oh. Das war cool. Wo sind die anderen? Ich glaube, Jo kommt noch. Weiß nicht, aber ich gehe zu euch. Komm, wir geben uns heute richtig die Birne zu. Ich muss mal. Oh, diese Abkühlung. Oh, ist das schön. Ja, ich bin auch ganz schön im Schwitzen. Wer war das denn hier? Was? Jetzt ist eine. Wer schmeißt denn hier eine Bank rein? Oh, ne, ist eine Liege. Scheißegal, wir haben alles bezahlt. Let's go. Okay. Wo ist der Rest? Oh, kannst du mir vielleicht hochhelfen? Klar. Alright. Oh, danke. Na klar, komm, Max. Ha. Ach, kannst du ja selber. So ist es. Ach, da hinten sind die. Ach komm, wir kriegen was. Ja, Boah, ist das schön hier. Das ist wirklich schön hier. Stell dir mal vor, das gehört uns. Ach, ich würde es eher mieten, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Eher was Gemütliches. Das Ganze zu pflegen, ach du Scheiße. Oder hätte ich gar keinen Bock drauf. Nee. Max, du fühlst es aber sehr. Pink Berry, howdy. Schön, dass ihr alle da seid. Wunderschönen guten Abend. Alkohol gleich. Was ist mit Colin? Hat Colin sich schon zurückgemeldet? Nö. Oh, ich habe jetzt auch keinen von den Friseuren da erreicht. Ich hoffe, das ist nicht schlimm, wenn ich den ich habe den Rucksack da auch so ein bisschen rangestellt. Ich hoffe, das passt schon. Ja, ich habe meine Kleidung auch daneben geworfen. Okay. Oh, Larry, du hast doch wirklich viele Narben im Körper. Ja. Army. Polizeidienst. Du Armer. Ja. Beverly, aber jetzt nicht mehr. Alles überlebt. Oh, ich will Erbellike. Ja, ich hab dir auch verboten zu sterben. Das ist richtig. Erbellike? Ach, ich nehme einfach alles. Ja, klar. Heute wird richtig zugeballert und irgendwas für Barbara dann gleich noch. Ich stell's dir mal auf die Box. Max, du wolltest mich noch was fragen oder testen oder so. Ah, ja, genau, das machen wir dann gleich, nachdem wir getrunken haben. Ich stell's dir mal hier in die Box rein, so zwei. Oh, danke schön. Alles klar. Großes Glas. Das ist so krass, Max hat heute angerufen und die hatten es tatsächlich noch spontan frei. Ich finde das voll geil immer noch. Mhm. So, Larry, dann gebe ich dir mal ein Glas. Warte mal, ich muss mal. Ich pack meine Stiefel einfach mal zu dem Zack so. Okay. Bitteschön. Danke. Dann gehen wir mal zu den anderen. Mhm. Ja, aber ist es nicht ein bisschen scheiße, wenn wir jetzt trinken und die anderen haben nichts? Wir gehen jetzt quasi. Ich dachte, wir nehmen was zu. Max?
Elsa, ja. Hast du für die anderen sind da vorne. Da. Aber hast du für die auch was mitgenommen? Ja, meine ich, hast du für Barbara ein Getränk mit? Achso, ich kann. Kommt ja ein bisschen scheiße, wenn wir was jetzt trinken vor denen. Das war Kommunikationsfehler. Okay. Ich hab's kurz im Nebensatz nur erwähnt. Oh mein Gott, ich sehe den Licht bestimmt richtig toll aus. Haben wir zufällig Wein für Barbie? Ja, müsste einer drinstehen. Da habe ich einen reingepackt, so eine Flasche. Ganz unten. Ja, da wo es schön kalt ist. Ah ja. Jetzt haben wir das Riesending gemietet und sind gar nicht so viele, aber irgendwie finde ich das ganz schön cool. Ja, eigentlich ist es voll cool, dass man so ein Riesending für sich alleine hat, oder? Ja. Harry, du bist unglaublich. Max und ich haben das gemacht. Okay, Max, du bist auch unglaublich. Dankeschön. Harry, du bist auch unglaublich. Ach, ihr seid alle unglaublich. Wir sind alle die Besten. So ist es. Ja. Hallöchen. Der, was dürfen wir dir geben? Howdy. Gerne was zu essen. Oh. Zum Essen? Richtig. Wir haben hier verschiedenes, was kann man... Ich kann so das Grundnahrungsmittel mit Hefe anbieten. Mit... Brot? Ich glaube, sie braucht wirklich was zu essen, Harry. Ja, hier, warte mal, ich, Moment, ja, ein Rap, hä? Alkohol! Was willst du denn, Harald? Worauf hast du Bock? Warte. Oder nehmt euch doch einfach die Sachen hier aus dem Kühlschrank. Ah, perfekt. Ja, sind noch welche drin, ja. Jede Menge Sachen da. Ich nur das ja, Geburtstagskind, würde ich schon sagen. Barbara fehlt noch. Oh. Barb! Wo ist sie denn? Weiß nicht, wo ist Barbara? Ich schau mal. Okay. Ja, okay, wenn ihr schon alle anstoßt, dann, Harry, Prost. Wie, saufen schon alle? Hallo? Wir warten auch noch. Nein, warte, es ist nur Harald. Ja, wir müssen doch erstmal anstoßen, meine Güte, Harald. Doch an, was, ey. Ja, wir warten doch auf Barbara. Ja, dann halt ich so in der Hand jetzt. Ja, dann mach das. Ah, du kannst gar nicht widerstehen, weißt du? Also. Hm. So, Lami, ich hab schon meine erste Fahrt gehabt. Nein, wie ist es gelaufen? Ganz gut, aber war nur von Cindy Shores bis nach Flywheels. Aber trotzdem ganz gut. Ja, cool. Ich werde mir das bestimmt dann auch irgendwann mal angucken. Ja, immerhin. Ja, aber Gott, lieber, ob ich das gut gemacht habe. Schon mal drauf. Bist du Taxifahrerin? Ja, frisch gebacken quasi. Oh, cool. Ja. Schön, ja, danke schön. Was machst du eigentlich? Taxi. Kannst du mich in Palito abholen, um in die Schokolaterie zu fahren? Ah. Cool. Ja. Frage beantwortet. Schokolaterie, also. Und das, Barbara. Schokolaterie. Oh, Schokolade macht glücklich. Das stimmt, ja. Ja. Ich hab gehört, Wer kommt? Weiß ich sehen. Aber wie kann man denn eigentlich nur so die Figur halten, wenn man in so einem Laden arbeitet? Ich würde die ganze Zeit nur Schokolade essen. Oh nee, glaub mir, irgendwann isst man keine Schokolade mehr. Man kann es nicht mal mehr anschauen. Auf die Truhe. Man weiß, was drin ist, ne? Oh, dann mache ich das. Ja, du, die ist selbst produziert und alles, ne? Also, hey, Barb, howdy. Ja, welche Oma? Wer ist noch da? Ja, aber nicht mehr in der Schokolade. Mit der warst du doch auch zusammen, ne? Ja. Was? Oh, cool. Echt? Das wusste ich gar nicht. Tiki Taka mal kurz gemacht, aber mehr auch nicht, ne? Oh mein Gott, Tiki Taka. Was ist das? Achso, Harald, du und der Edel? Na klar. Ach, das kann ich mir nicht vorstellen, ne? Max, mein Alkohol. Aber du bist doch mit Rösli zusammen. Ja, mittlerweile. Ich wollte gerade sagen, hier im Kühlschrank. Ach, danke. Ach, Wein. Ja, dann stoßen wir mal an, ne? Auf mich. Ach, auf den Sonnen. So ist es. Auf Barbie. Wir machen nachher ein Roasting, ne? Heute vor einem Jahr habe ich Schlami kennengelernt, ne? Was? Oh. Und mich auch. Ich auch. Ich war sogar der Erste, den du kennengelernt hast. Weil ich der Taxifahrer war. Nee. Ich glaube, du hast mich das erste Mal zum UL gefahren. Du hast kein Geld und hast mir Geld und reiche Männer willst und alles. Ja, ich habe dir 100 Dollar gegeben. Ich erinnere mich doch sehr gut daran. Ich weiß noch, dass ich dachte, was ist das denn für ein Arschloch, ne?
Ach, werde ich auch nie vergessen. Da drehe ich mich direkt mal dramatisch weg. Oh je. Oh yeah. Wir machen jetzt das Roasting. Was für was gibt's was zu grillen? Lecker. Ja, dachte ich auch, aber leider nein. Oh. Jetzt sagt jeder was, was er kacke an dir findet, was er gut an dir findet. Und dann erzählt er noch eine schöne Geschichte mit dir. Ja gut, aber darf ich man anfangen? Findet ja nicht schlecht an mir, ne? Darf ja, ich das anfangen? Das hörst du jetzt gleich. Und ich warten, du fängst an, Eva und Dings da wieder da ist. Okay. Achso, ja, also. Gut, dann warten wir. Okay. Okay. Gut, dann gehe ich kurz auf Toilette. Also darf ich nicht sagen, was ich an Barbara kacke finde? Vielleicht gehe ich auch mal kurz auf Toilette, ja? Gib dir mir also zwei Minuten. Lass mich, komm mit, ja? Komm, wir gehen zusammen. Okay. Ich halte fest. Dann mache ich jetzt den Partnertest. Oh, jetzt bin ich mal gespannt, ob Larry ähnliches antwortet. Ich bin auch gespannt. Larry? Muss das hier vor allen sein oder ist das nicht geheim oder so? Wegen Datenschutz? Wir können auch kurz zur Seite gehen. Achso, ja, können wir auch, wenn es sich stört. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie persönlich die Fragen sind. Eigentlich, ja, ach, hau raus, komm, mach schon. Einmal durchs Ohr und auf der anderen Seite wieder raus. Also ich sag's mal so, es geht, du musst Ariane in manchen Fragen, also in allen Fragen eigentlich einschätzen. Okay. Also ich frag dich, macht die Ariane Geschenke und du sagst ja oder nein oder ein bisschen, je nachdem, was die Frage ist. Ja, frag mal. Ist es dir, wir können noch kurz zur Seite, wie du meinst. Nein, start durch, alles okay. Aber Harald. Okay. Yeah. Denk ich nicht. Hab nichts zu verbergen. Gut, erste Frage. Wir haben nämlich so ein tolles Magazin beim DOL gefunden und da waren so, niemand setzt sich dahin, die Magazine waren wie neu quasi und da habe ich eins mitgenommen. Okay, ja, die erste Frage ist, welches Kompliment könnte von ihr sein? A, bei dir kann ich irgendwie ich selbst sein. B, was für ein Kompliment, also so auf die Art, ich habe noch nie ein Kompliment gehört. Mhm. Oder C, du hast eine super Figur. Eins. Zweite Frage, worüber streitet ihr am häufigsten? A, darüber, dass sie unaufmerksam mir gegenüber ist, meine Güte. Darüber, dass sie viel zu eifersüchtig ist oder darüber, dass sie findet, dass ich klammere. Worüber streitet ihr am häufigsten? Boah. Wir streiten mich. Das ist das Problem. wir haben das. Zwei. Also wenn zwei, okay. Die Frage, ist euer Sexleben wie immer oder anders als vorher? A, irgendwie will sie ständig neue Sachen im Bett probieren. B, wir schlafen kaum noch miteinander. Oder C, nein, alles wie immer. D. Larry! Ja? Du musst auch richtig beantworten. Eins. Oh, ich habe mein Handy von drüben, das hole ich gleich mal. Vierte Frage, du hast Sorgen und redest mit ihm darüber, du hast Sorgen und redest mit ihr darüber, wie reagiert sie? Sie hört mir brav zu, aber ich merke, dass es sie nicht wirklich interessiert. B. Sie hört mir zu und gibt mir so gut sie kann Ratschläge. Oder C. Ich erzähle ihm eher selten. Ich erzähle ihr eher selten von meinen. B. Okay. Oh. Larry, ich musste leider bei dir A nehmen. Es tut mir leid. Was? Ja, habe ich schon verstanden. Du müsstest kurz etwas an ihrem Rechner checken, weil dein Computer gerade kaputt ist. Ich soll was am Rechner checken? Oh, ja, okay, lass mal weiter. Oder Handy, kann man eigentlich fast auf das. Ihr Rechner ist tabu. A, B, sie leiht mir selbstverständlich ihren Rechner. Oder C, sie lässt mich an ihren Rechner, bleibt aber daneben sitzen, weil sie denkt, ich mache irgendwas kaputt. Das war A oder B, ja? A, B oder C. Also es gibt. Nein, sie denkt, ich mache was kaputt. Sie bleibt sitzen. Kennst mich gut. Lässt sie ihr Handy offen rumliegen? A, nein, ihr Handy kriege ich eigentlich nie zu Gesicht. B, ja, das liegt ständig irgendwo offen rum. Oder C, mal so, mal so. C. Also eigentlich ist es immer bei Harry, aber okay. Gut. Ist dein Partner neuerdings öfter alleine unterwegs, länger bei Arbeit oder mit Freunden verabredet, von denen du nie gehört hast? Ja oder nein? Nein. Hat sich dein Partner verändert in der letzten Zeit? A, sie ist oft launisch und verschlossen. B, ist eigentlich wie immer. Oder C, sie achtet mehr auf ihr Aussehen, trägt neue Klamotten und treibt Sport. Das mit dem Sport kriege ich nicht mit, aber ich weiß, dass Harry immer sehr auf sich achtet und immer natürlich viele Klamotten anzieht. Aber es ist okay. Ah, so wie immer.
Wann hat sie dir das letzte Mal eine Freude gemacht? A, an meinem Geburtstag. B, sie bringt mir öfters überraschend kleine Geschenke mit. Oder C, ich kann mich nicht erinnern. B, aber eigentlich auch D, weil es ist jeden Tag eine tolle Überraschung. Fantastisch. Ich hätte auch B genommen. Dein Freund fährt beruflich oder mit Freunden übers Wochenende weg. Meldet sie sich? Ja. Also A, ja, wir telefonieren mehrmals am Tag. B, eigentlich nur sehr sporadisch. Oder C, sie hat mir schon vorher gesagt, dass sie es eher selten schaffen wird, sich zu melden. C, wenn es technisch nicht möglich ist. Letzte Frage. Wie reagiert sie, wenn du ihr untreu unterstellst? A, ich würde sie nie drauf ansprechen. B, sie ist total sauer und aufgebracht. C, sie findet meine Eifersucht süß. B. B? Also ich habe C bei dir gemacht. Ah ja. Also ihr habt quasi dasselbe Ergebnis. Schön, dein Misstrauen scheint unbegründet, dein Partner mag dich und scheinbar sind das andere Gründe, warum es gerade nicht so super zwischen euch läuft. Oh, Scheiße. Eigentlich. Also ich fühle mich sehr wohl, aber okay. So, wo ist jetzt Barbara? Ja, das ist wahrscheinlich so ein Test für Unsichere. Ja, das könnte sein. Ist Barbara jetzt Jo am Polen? Ich gönne mir noch einen. Gibt es eigentlich nicht neue Sternzeichen? Ich muss mal gucken. Heute ist Sonntag, ja, eigentlich schon. Ja, Wochenhoroskop. 23. bis 29. Scheiße. Gibt's nicht ein aktuelles? Mach mal die Flasche Gin auf. Ich glaube, wir brauchen mehr Alkohol später noch. Mist. Da ist ja Jo! Oh, wie schön! Hallöchen! Hat das Schwimmbadezeug dabei? Jo, hallo! Meine Lia! Ich bringe Jo mit. Ja, perfekt! Der hat mich im Garten gefunden. Ja, es heißt neues Horoskop, aber das ist doch Skinner. Es ist Skinner, Leute. Nee, ich nicht, aber ich habe eins, zwei, also ganz viele Sachen für Barbara. Hey, Joe! Herr Skinner. Howdy! Wie geht es Ihnen? Ach, jetzt wieder ein Quäntchen besser. Oh, das freut mich. Wer möchte Gin? Ja. Ich nehme Tonic. Mit Tonic. Ist nur Gin. Ach, egal, ich trinke auch Gin so. Hallo, Opa. Harald? Der Rio. Aber erstmal gönne ich mir mal den Likör. Hallöchen. Miss Bahn. Ja. Oh, Herr Johnny ist so. Wer wollte von euch beiden? Das ist ein bisschen overdressed, ne? Oh, ja, ich komme hin. Ja, hier, bitteschön. Ami, du trinkst deinen Alkohol. Na, heute. Ich muss mal was essen. Wer möchte noch einen Gin? Zwei Stück hätte ich noch. Das ist ein cooler Test, Max. Wow. Ja. Du bist jetzt mittlerweile so ein bisschen, wie sagt man denn so, lebensallgemein, wie sagt man denn dazu, so angehaucht, so, wie heißt das denn? Max, möchtest du Gin? Sag ja. Ganz kurz. Okay. Jetzt muss ich überlegen, was du meinst. Naja, so Horoskope, Astronomie. Ja, ich bin mit dem Universum verbunden, so ist es. Ja, aber so. Ja. Ich finde das nicht schlecht. Es ist einfach philosophisch. So ist es. Das ist das passende Wort. Ich habe auch heute wieder die Karten dabei. Oh, okay. Da bin ich ja mal gespannt. So die richtigen Karten zieht. Harry. Ja? Verdammt hübsches Mädchen, du. Hey, aber, ja? Prost. Nee, also, ja. Mist, wer wollte denn jetzt noch? Max, willst du kein. Okay. Dann. Ich habe noch eine Wechselhose dabei. Ich werde mich heute richtig betrinken. Sehr schön. Ja. Hey, Max. Hast du irgendwie Angst? Hast du Angst, dass sich jemand in einem. Hast du da ein Messer hängen? Ach so, nee, wieso? Ich dachte nur. Kannst aber auch reinstecken, warte. Okay. Ein bisschen verstecken. Ich kenne da Tricks. Ja, oh, okay. Weil ich dachte nur hier irgendwie. Hast du Angst und brauchst was griffbereit hier? Ach so, nee, damit habe ich ja Barbie entführt. Ach so. Vic safe. Okay. Ja, und die Flasche geköpft. Ach, das ist ja. Was anderes. Und das? Kann man viel Tolles machen. Meine Güte.
Hat jemand ein paar Fragen an mich? Ich habe nämlich die Karten dabei. Wird Barbara genau hier in dieser Location heiraten, werden wir beide es organisieren. Ja, aber dürfen das nicht Fragen sein, die eigentlich nur im selber betreffen? Naja, die betreffen Max und mich. Okay. Max, werden wir es organisieren. Werden wir zu der größten Sause ever werden lassen? Gut, ich... Klar, zeichne! Achso, du weißt nicht, was du zeichnen sollst. Organisieren. Für Barbara und Jo. Werden wir eine Hochzeit für Barbara und Jo. Wimschi, hau mal ein cooles Scary-Bild raus. Also so mit allen hier, die Hauptcharaktere. Ablenken, ne? Wir müssen gleich mal hier raus. Max, Barb, Harry. Ich glaube, wir hätten auch nur dieses runde Ding mieten können. Harald, Lami. so ein Gruppenfoto. Ich hab's gleich. Denk natürlich weiter an deine Frage, ne? Nicht ans Mieten. Oh, ich bin mal voll mies, gell, was ich immer sag. Ich denke an meine Frage. Aber ich habe eine Frage. Ich frage mich, was Harry fragen könnte. Ist das eine Frage? Nee, ich glaube, die kann ich dir nicht beantworten. Oh, okay. Also schon, sie fragt sich, ob wir beide die Hochzeit von Barbie organisieren werden. Okay. Ich werde ihr ein Kleid importieren lassen. Denk weiter an die Frage, ne? Ich denke weiter an die Frage. Barbara, es geht jetzt nicht, du musst hier weg. Ich leg gerade die Karten. Geheim. Ja, herzlichen Glückwunsch. Oh mein Gott, du siehst gut aus. Du darfst nicht die Karten anschauen, Barbie. Was bitte sind das denn für Karten? Meine Tarotkarten. Wow. Da. Was steht da, Herzbube? Um Gottes Willen, dramatisch. Ich war ins Schwert, du blinde Kuh. Pass auf. Oh. Mhm. Was sind jetzt? Oh nee, was kommt jetzt? Oh je. Ich kann dir sagen, wir werden die planen und ich kann dir auch gleichzeitig einen Fakt über dich sagen, Ariane. Also ich bin eigentlich ganz gut im Planen. Ja, ich kann dir auch gleich sagen. Also wir werden den Job für Barbie bekommen. Perfekt. Und gleichzeitig wirst du, wirst du damit so ein bisschen anscheinend deinen Traum erfüllen. Oh, das ist ja ganz gut. Das passt ja gut. Ich hab ja gesagt, Barbara kriegt die Hochzeit, die ich wollte damals. No offense, Larry. Wirklich, alles in Ordnung. Ich lasse euch mal, das ist sehr privat zwischen euch beiden. Klärt mal die Fragen. Ich leg mich mal da vorne auf die Liege, okay? Mach das, bis gleich. Mhm. Hübsche Lady. Aber wo, ach. Die sind alle Jo, brauchst du noch eine? Ich habe noch eine kurze Badehose dabei. Brauchst du noch eine? Nee, ehrlich? Ja, komm mal mit. Du passt auch ganz gut. Das wär's doch. Ja, vor allem passt sie auch sehr gut. Ehrlich? Ja. Warte. Aber die möchte ich dann nachher wieder haben. Ja, klar. Das ist aber auch bitteschön. Tja. Also nicht, dass ich... Das passt wie die Faust aufs Auge. Wirklich nur ein Sekündchen. Warum starren Sie mich jetzt so an? Es geht nicht, danke schön. Aber weil ich mir gerade denke, dass ich irgendwie... Ich weiß nicht, es war wohl Schicksal, dass ich die mit eingepackt habe. Ja, so? Oh, wahrscheinlich nicht. Ja, wahrscheinlich. Warum lachst du denn jetzt? Ja, er zieht sich um, aber ich denke, Barb, das war wirklich Schicksal. Okay. Hey.
Willst du gucken beim Umziehen? Bis gleich. Mhm. Ich wollte mich umziehen. Ich habe, nein, ich habe noch eine Hose dabei und. Alles gut. Gib den Stoß. Lass ich nicht zu. Jo. Ich geb dir die Kraft, die ich dir geben kann. Oh Gott, was ist passiert? Also ich habe Jo eine Badehose geliehen, ja. Und es war Schicksal, dass ich die heute mitgenommen habe. Ich hab nichts gemacht. Na komm, jetzt zieh dich doch einfach um. Oder soll ich das machen? Soll ich dir helfen? Nein, ich... Warte, so, hier... Soll ich dir die Hose anziehen? Warte, ich mach deine Hose auf. Und ich zieh... Entschuldigung. Du ziehst vorne, ich zieh hinten runter. Ich zieh hinten, okay, mach mal. Gut. Wenn man alt ist, kann man das manchmal nicht mehr alleine machen, ne? Ist ja, so, nicht schlimm. Über die Schuhe drüber. Fantastisch. Ich finde, du kannst aber auch mal so rausgehen. Sieht gar nicht so schlecht aus mit der kurzen Unterhose. Aber ich muss sagen, hier, die... So. Ganz schön muskulös noch für die... Ja, natürlich, ne? Meine Güte. Ja, das kommt vom Taxifahren. Ja. Wie geht's dir Gesundheit nicht? Hast du irgendwie Herzprobleme oder so? Oh Gott, wie schrecklich. Herzprobleme? Ja. Jetzt lass doch mal Jo umziehen. Ich wollte mich gerade umziehen. Larry, das ist wichtig. Ich muss das wissen. Wann ist denn, hast du Herzprobleme? Ich hab keine Herzprobleme. Ich hab keine Herzprobleme. Nö, ich hab... Oh, Max, wie viel Sensen hast du gezogen? Was hab ich? Wie viele Sensen hast du denn gezogen? Ich habe Schwerter gezogen. Oh, Schwerter sind doch immer... Man ist kampfbereit, ist doch gut, oder? Man bekämpft ihn. Die Schwerter waren aber umgedreht. Oh. So wie das Damoklesschwert. Oh je. Alles gut, Jo. Es ist alles gut. Du weißt Bescheid, aber ich werde dich nicht dran erinnern. Was bedeuten Schwerter umgedreht, Max? Ja, ehrlich. Jede Anzahl an Schwertern hat eine eigene Bedeutung. Und wie viele waren es? 3, 8, 6. Und das heißt? Das heißt, wenn ihr die das Frage... Das war eine große Waffenkammer. Das ist eine geheime Frage. Das ist was Intimes und Ariane und Larry haben mich gefragt. Was Intimes? Was mit mir und Jonathan zu tun? Datenschutz, danke. Also wirklich, ne? Ihr könnt ja nicht so weit die Karten fragen, das ist privat. Es hat auch nichts mit der Frage von jetzt zu tun, weswegen Ariana so besorgt ist. Jo, komm kurz mit. Du kannst doch eine Frage stellen beim Kartenlegen. Warum wird der jetzt eingeweiht und ich nicht? Nö, das mache ich aber nicht. Alles gut, Barbara. Doggy ist für alle gut. Was für Doggy, was? Oh je. Umgedrehte Schwerter. Oh mein Gott, Max hat Jo die Karten gelegt und irgendwas passiert im Winter und da werden die beiden sich trennen. Was? Und da ich an die Liebe der beiden glaube, denke ich, einer von beiden wird sterben. Na, das... Ach, Harry, jetzt übertreibst du aber. Ne? Ich übertreib nicht. Ah, da stirbt doch keiner. Nein, da stirbt doch keiner. Hör auf, sowas zu denken. Denk was anderes. Guck doch mal, wie alt die schon sind. Und guck mal, wie Barbara Auto fährt. Die fährt wirklich... Ich bin froh, dass ich noch lebe. Soll das so weiter? Ich hoffe, sie ist nicht ein zweiter Helmut, oder? Nein, so schlimm ist sie nicht. Auch da hätte ich keine Scheu. Wenn es um dein Leben geht. Nein. So schlimm fährt sie nicht. Ist das wahr? Was? Ist das wahr? Was ist wahr? Gott, diese Drama, Queen, sie alle. Mein Top. Ist das wahr, Ariane? Was kannst du es nochmal sagen? Was ist wahr? Wie findest du meinen Top? Dein Top, ich finde deinen Style heute voll cool. Bist du, habe ich doch gesagt. Ne, sie lügt. Das sieht scheiße aus, Ariane. Ich habe gesagt, dass alle, die sagen, dass er gut aussieht, einfach ich lügen. Ich finde nicht, dass er scheiße aussieht. Sie also ich muss mal sagen, die Schuhe alleine. Hast du dir mal angeguckt, dass diese Frosch eine Goldkette trägt? Wie unrealistisch. Die Schuhe und diese Goldkette passen so cool zusammen. Vor allem ist das dann quasi ein moderner Kerker-Froschkönig. Wieso geht das denn gar nicht, Barbara? Der Frosch sieht aus, wie du dich anziehst. Nein, sieht aus wie ein asozialer Frosch. Bitte, was, Ariane? Ja, du ziehst dich auch immer so extravagant an. Oh, ich geh mal einen Schritt zur Seite. Oh mein Gott, ich hab Barbara symbolisch auf dem Kopf. Ihr vergleicht mich jetzt wirklich mit einem Scheißfrosch, der eine Kette trägt. Was ist okay, der Frosch hat... Das ist doch nicht nur die Kette, der hat doch ein cooles... Der hat doch ein Herzchen, was ist das hier? Ist das ein Herzchen? Oh mein Gott. Hey, die steht dir! Wie wunderschön! Meine
Güte, Johnny ist hin. Larry, doch, das ist wundervoll. Ich Fabi, ja. Es ist einfach Schicksal, dass ich beide mitgenommen habe. Da kommt dein Hintern gut, richtig gut. Okay. Oh mein Gott, Barbara. Hast du Sport gemacht, während ich nicht da bin, Squatz? Ich habe angefangen. Wow, das sieht man, meine Güte. Daumensport. Daumensport, was? Ja. Yeah. An der Fernbedienung zu Hause, ja, wir haben doch so eine große Kinoanlage. Das ist so gut, ey. Du dir den Daumen in den Daumen steckt, Johnny. Nein, das habe ich nicht. Also Harald, ich muss trotzdem sagen, das erstens mal steht's hier gut. Es ist wenigstens auch, es hängt nicht einfach so lapprig rum. Ja, ich würde sagen, hey, ne, das passt. Ariane, ich glaube, Herr Skinner wird bald von uns. Dankeschön, Digital. Ich glaube, es ist ja die Demenz. Digital, ja. Vielleicht war es auch schon immer so. Ja, er hat gerade Jonathan Harald genannt. Ja, kann man verwechseln. Digital Girl, danke schön für deinen Raid, danke schön. Und howdy, Ladies and Gentlemen. Schön, dass ihr da seid, ein wunderschöner sein, aber ich muss bald los. Oh, ich würde Barbara gerne noch sagen, was ich an ihr kacke finde. Naja, wenn die Aussprache schon angefangen hat. Jo, das ist ein Tattoo, ich dachte, das wären Armhaare. Nein, jetzt sprecht mich nicht auf meine Jugendsünden an. Oh, das war ein richtig wilder früher, nie. Oh. Ja, okay, Lia, sag mir, was du über mich nicht magst, aber sei vorsichtig, nie. Ich find scheiß an dir, dass du immer so perfekt bist. Barbi, du darfst nicht schlagen, ne? Oh, Lia, nee, du musst Barbi, wenn du schlägst, ist es vorbei. Ja, das nehme ich neben an. Neben dir sieht man dann immer wirklich, voll doof aus. Das ist wirklich absolut doof, ne? Da kann ich gar nichts gegen tun. Ich bin so geboren, ne? Ja, Barbi, wenn du zuschlägst, ist vorbei. Ich wünschte, du würdest mindestens einmal scheiße aussehen. Egal bei wem. Tu ich aber gar nicht, ne? Ich weiß gar nicht, wie das geht. Wünsche ich mir zu meinem nächsten Geburtstag. Also nee, wann hast du Geburtstag? Ja, im November. Hier, das hast du dir verdient. Wow. Wir sind cool, oder? Wir sind hip. Okay, sind jetzt habe ich alles rausgelassen. Scheiße, die Animation, jetzt ey. Jetzt musst du aber was Nettes über sie sagen und eine Geschichte erzählen. Oh, das fällt mir jetzt schwer. Oh. Weil es gibt so vieles. Ich habe Zeit. Ich finde an dir nett. Oh, ich habe. Wenn ich jetzt eine Liste hätte, dann könnte ich jetzt eines aussuchen. Weil du immer so stylisch bist. Ich finde auch, dass du immer Bonbons verschenkst. Also vielen Dank für den Raid. Dass vielen, du vielen mir abends Dank. Immer was vorgesungen hast, wenn es bei uns ging. Das ist eine Geschichte. Singen. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht, nee. Ja, wirklich. Früher immer. Das hört mir mal nach und vielleicht jetzt. Ja, weißt du noch, als ich das erste Mal überfallen wurde, nee, das zweite Mal, als da wieder. Ich hoffe, dir geht's gut und ich hoffe, du hattest einen schönen Stream heute. Ich habe in der Wohnung geschlafen auf dem Teppich, weil du hattest leider kein Bett. Und dann hast du mir was vorgesungen. Ja, ich erinnere mich das war wunderschön. Peaches Mama, danke schön für dein Follow. Willkommen in der Community. Ja, obwohl ich durfte auf der Couch schlafen und du hast, glaube ich, am Boden geschlafen. So war das. Happy End, danke schön für deinen Prime Sub. Danke. Den Resub. Ja, 4 Monate. Ich habe mich am Rücken gejuckt. Aber das war wunderschön. Okay. Ja, das war toll jetzt. Schicker Esel, danke schön für 15 Monate. Holy es gab aber noch tausend andere schöne Momente. Hallöchen. Okay, cool. Oh, Digital. Hallo. Cool. Das ist die Küche. Ich grüße. Kann man sich denn nur so anschleichen? Oh. So Audi. Wo hast du die her? Die habe ich von her? Den Skinner bekommen. Ja. Die ist genial, wirklich. Retter, wo kann man die denn kaufen? Not, nee. So easy, nee. Das ist ein Betriebsgeheimnis. Ja. Betriebsgeheimnis? Ja. Barbara, was sagt man denn? Oh nein, herzlichen Glückwunsch zum Einjährigen. Dankeschön, haben Sie ein Geschenk mitgebracht? Ja. Was denn? Geld? Nehmen Sie Kokain? Oh. Bitte was? Um Gottes Willen, nein. Das nehmt Sie ja. Ja. Nehmen Sie etwa Kokain? Das geht nicht. Geschenke nö, ich nehme das Sie nicht. Wenn, dann nehme ich das nur mit. Also quasi per Linien-Express. Ja, ich habe aber nichts mit. Ah. Ja, ja. Mhm. Aber, wie wär's mit Ibuprofen? Nehme ich. Super. Hey. So, und schon habe ich was.
Ja, die Ava hat gesagt, dass man da nicht. Ich kenne mich doch nicht so aus mit den Etiketten zu sowas. Ja, ich mich ja auch nicht. Ich habe gedacht, da schenkt man nichts. Weil mir dachte ich ja auch. Okay, mir hat auch niemand was richtig. Hey. Ja, so nämlich. Barbara, musst du aufpassen. Ach, Quatsch. Ich will keinen Herzinfarkt. Ach, ich glaube nicht. Nee, oh, jetzt hab's mir ein bisschen Angst gemacht. Weißt du was, ich lasse es lieber. Ich nehme die morgen früh. Ich geh schon mal in die Bucht. Ja. Tschüss. Oh, ich will auch in die Bucht. Was okay, ist die Bucht? Tschüss. Oh, ich war da auch in die Bucht. Ach ja, tschüss. Okay, okay, lass uns mal. Dankeschön. Frederik, ganz kurz, wir würden heute auch noch gerne was vorsingen. Welche Badehose? Ne? Harald und ich. Oh, wow. Oh, das muss ich auch wissen. Ich glaube, bei diesen Bethers. Da freue ich mich ja unglaublich drauf. Hab dich. Oh. Ari. Das kann ja ganz schön schnell sein, ja. Wer war das nochmal? Oh, jetzt habe ich gerade auch seinen Namen vergessen. Was für ein witziger Vogel. Ja. Oh, Max, wow, gönn dir. Oh. Ah ja. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Ah. Wirklich gut. Tschüssi. Tschüss, Lia. Danke tschüss, für Lia. Sissi, gut, Sissi. Viel Spaß euch. Genießt bis die Tage. Es. Hey, Lia, howdy. Und hey, die Schuhe passen super zu diesem. Danke schön. Ja, zu den Ketten und so. Ne? Danke, danke. Howdy. Nur noch eine Goldkette und dann ist das Outfit perfekt. Gute Nacht, yep. Ihr alle. Lass sie nicht sagen. Tschüssi. Gute tschüss. Nacht. Ich brauche mehr Alkohol. Oh. Wir wollten uns da wegschießen. Also, ich habe ja darum. Mist, ich hätte jeden Einzelnen anrufen sollen und fragen sollen, wegen Alkohol mitbringen. Oh. Oh, das ist richtig schön warm. Ich habe nicht gepinkelt. Jo. Ach so. Dann war es wohl ich. Ha, nein. Larry, hast du ins Wasser gepinkelt? Nein, habe ich nicht. Larry. Oh, ist das schön. Kann man machen. Ich brauche Alkohol. Larry, sollen wir vielleicht gleich kurz losgehen und auch mal was holen? Warum denn nicht? Ein bisschen Geld habe ich noch bei. Was willst du denn holen? Schon alles weg? Naja, ich habe Glühpunsch mitgenommen, ich doofe, der ist alkoholfrei. Und Valisecco wird wohl auch nicht so ballern. Und ein bisschen Bier und das war's. Also, ich glaube, ich müsste 2 Valisecco trinken, dann bin ich so, dann wäre ich wirklich, dann brauche ich nichts mehr. Sekt sprudelt einfach nur so ins Hirn, finde ich. So wie es im Gläschen sprudelt, sprudelt das ins Gehirn. Ich werde dich heute richtig abfüllen. Oh, nee, ich will gar nicht so viel. Ich habe jetzt den Gin. Ich habe jetzt diesen Erdbeerlikör. Warum willst du mich abfüllen? Oh, nee, ich mag keine Kopfschmerzen. Hat jemand okay, von euch ein Pflaster? Nee, wofür? John ist ins Popo blutet. Warum blutet denn dein Popo in die Hose? Was? Blut mir doch nicht meine Unterhose vor. Also bei mir hier. Hast du einen Dammriss? Guck doch mal, das ist gar nicht so schlimm. Ach du Scheiße, das sieht aus wie, das sieht ja aus wie, sind das Hämorrhoiden? Was? Das ist ja wie ein Sitzring. Ist doch praktisch. Also die Hose hat er jetzt noch an, ne? Gucken Sie da gerade durch den Stoff? Nee, aber das beult ja so. Ich meine, ist das ist ja wie ein Sitzring. Ach, der beult nicht. Guck mal, ja, das ist dieser fantastische Hinterteil. Ach so, ich hätte gedacht, wenn es so beult, dann, ich meine, kann ja auch, ist ja fast wie eine Hüpfburg, zum Beispiel, wenn man sitzt, oder? Ja, ich bin so. Oh je. Er hat dickere Eier als du gerade. Oh, musst du doch wissen. Ich weiß nicht, hab ich noch nie drauf gesetzt. Das heißt, ihr müsst mal mehr poppen, ihr beiden. Ariane. Wow. Ariane. Sowas würde ich nie sagen. Wo kommt denn hier diese Ja, sowas Stimme? Sagt man auch nicht, sowas macht man, Barb. Das, was Larry sagt. Güte. Meine Güte. So, wir brauchen mehr Alkohol. Papa, du wolltest dich heute abschießen und ich will's auch. Mach ich, ne? Da trinke ich streck den Wein auf das Dach. Er wurde da gerade. Ne, hier, will noch jemand? Ich ja, hab hier noch ein zweites Glas. Och ja, ich will. Oh, okay. Hier ja, ist auch. Larry. Haha. Das stimmt, du wirst Erster. Oh, schön. Und wisst ihr was? Ich hol noch mehr. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Ich stelle es mir jetzt mal. Warum? Was ist denn passiert, hey? Yo. Ja.
Ich wollte so ganz, also in den Pool springen und dann... Ich dachte, ist es nicht beim Pupsen passiert, ja? Wer kriegt denn, wer hat denn blutige Puppe? Der Skinner. Ja, was denn? Larry? Okay, das war, Entschuldigung, ist zu persönlich, okay. Ich sagen Sie nicht, sie hat denn das schon? Na, ich nicht. Ich auch nicht. Aber manchen ist es passiert, wenn sie mir begegnet sind, wenn ich in Uniform da war, um sie zu verhaften. Oh mein Gott, was hast du getan? Ein Stacheldraht in den Popo geschoben? Nein. Ach Gott, der Skinner. Er war mein Polizist. Darüber möchte ich nicht sprechen. Das ist ja nicht. Ich bin ja nicht mehr. Ich bin nicht mehr da. Also ich lasse es hinter mir. Und wie fühlt es sich an? Jetzt gut. Mal ehrlich, Larry? Ja, doch, es fühlt sich gut an, wirklich. Also bis jetzt habe ich es nicht mehr vermisst. Ein Stückchen Freiheit, ne? Ja. Und ich bin gespannt, ob das bei deiner Season klappt. Oh, ich würde es dir wünschen. Ja, wenn du willst, kann ich dir die Bewerbung nachher ja mal vorlesen. Oh Gott, ich kann mir vorstellen, dass sie sehr, Larry ist. Ja, also, was wir helfen kann, ist, ja, wie ist also diese zwei Flaschen Bier und der Sekt, alles, was ihr noch habt. Ja, deswegen sage ich ja, wir brauchen mehr, wir brauchen mehr. Ich dachte, ihr habt den ganzen Schrank voll. Wissen Sie, ich bin ein spontaner Mensch. Ich muss mich nicht vorbereiten. Wir können ja gleich einfach im Badeanzug durch die Stadt wandern und neuen holen. Bist du richtig wild drauf heute? Oh ja, da bin ich. Ich hab was vor. Aber dann sehen mich andere Männer. Ja. Und ich hab was nicht an. Ich hab so ein Flexbewerbung. Ja, meine Güte, dann suchst du den ein bisschen zurecht, ne? Ja, und soll der fällt dir immer in die Puppe. Ach, Scheibengleister, nee, echt. Da musst du mal anständig laufen, ne? Dann passiert das auch nicht. Wie kann denn das Gerät jetzt schon hinüber sein, oder was? Oh, nee. Ja, was denn? Wehe, du donatest oder giftest hier jetzt irgendwas ex Gravity, ja? Spar dir dann die Kohle, wer weiß, was das kostet. Ich hole das Garantie drauf. Doch, wenn jemand mitkommt. Wir können ja Harald und Nami fragen. Wir sind eh die ganze Zeit irgendwo anders. Wir haben Freunde, gerade Sophie abholen. Ah, super. Will jemanden sehen? Ja, aber dann könnt ihr doch was mitbringen. Hab ich gerade gesagt. Pumante. Könnt ihr mal Lami anrufen? Genau. Der kann doch einfach was mitnehmen. Dankeschön, dankeschön. Bitteschön. Gib mein Handy holen. Okay. Bitteschön. Bitteschön. Und einen trinke ich. Ja, meine Güte, kannst du mir vielleicht... Einer ist für dich, Max. Behalt den. Nein, will ich nicht. Mag keine Spumante. Oh, warum nicht? Ist doch lecker. Wird eklig. Okay, das finde ich jetzt nicht. Aber gut. Ich habe jetzt schon dran getrunken und ich dachte, es wird besser, aber es ist nicht so. Ja. Ich habe noch drei Bier bestellt, die meine ich hin. Gefällt dir das warme Wasser hier, ja? Ja, ist voll schön. Könnte ich jeden Tag haben. Mag ich wirklich nicht. Du meinst doch mich, oder? Und du? Ich finde das super angenehm. Einfach ein bisschen entspannen. Bisschen über die Welt philosophieren. Kann man sich auch mal gönnen, oder? Auf jeden Fall. Also ey, sag mal ehrlich, der Test war doch okay, oder? Ja. Wir haben fast ähnlich geantwortet. Nur, dass ich, ich hatte angekreuzt, er will neue Dinge im Bett ausprobieren, seit der Wadensache, weißt du? Ja, habe ich doch bei dir dann auch gesagt. Nee, ich glaube, du hattest D gesagt. Und ja, aber das gab's ja nicht. Und dann musste ich mich ja dann für A entscheiden. Und das war neue Dinge. Oh, Larry, du Schlingel. Also neue Dinge von dir aus, ne? Neue Dinge von dir aus mit meinen... Warte, Larry, guck sie dir an. Guck sie dir genau an. Oh ja. Sie dir genau an, Larry. Da. Nur für dich. Oh, warte mal. Das ist der Hammer. Ja, oder? Ah. Meine Güte, ich wusste gar nicht, dass ich so stramme Waden habe. Meine Die sind wirklich da. die sind so stramm. Ja. Die sind richtig stramm, die Waden. Wie so Hotdogs. Durchtrainiert. Das Schöne ist, wenn du dann immer auftrittst. Und dann gerade von einem Fußballen, gerade so an die Zehenspitzen, wenn du durchdrückst, dann das ist eine schöne Form. Oh mein Gott, du hast aber nicht auch noch einen Fußfetisch, oder? Nein, überhaupt nicht. Es sind eigentlich nur, es sind halt einfach deine tollen Beine.
gut, also Wadenfetisch. Habe ich noch nie gehört, dass es das gibt? Ich sag dir doch, man nennt mich auch den Wadler. Oh Gott. Komm ich dir da mal hier oben drauf? Aber auch nur, seit ich dich kenne. Ja. Ist das so? Ich glaube, das ja. Ist so. Oh, wow. Bist du da oben hochgekommen? Ah, hier an der Seite. Ist das rutschig? Was ist denn nun hier? Gibt's auch nicht. Das war, ich dachte, ich konnte mich hier vorhin festhalten. Warte mal, ich schau mal. Hier geht's. Ja, das stimmt. Larry. Oh, Larry, guck dir das mal an, wie schön das einfach ist. Das ist die schönste Location in ganz Los Santos. Das stimmt. Nein, finde ich nicht. Es ist eine der schönsten, aber es ist nicht die schönste, finde ich. Für mich ist das die schönste, finde ich, irgendwie. Weil es hier so viel zu entdecken gibt. So viel. Ja, es ist halt ein Riesenanwesen. Ja. Es gibt halt wahnsinnig tolle... Also, es ist schon echt toll eingerichtet hier. Ja, finde ich auch. Und das Krasse ist, man sieht wirklich die Stadt von hier aus. Oh. Ja, das stimmt. Ja. So ein cooler Ausblick. Da oben ist das Courts Center, glaube ich. Hey. Und da ist ein Wohnungskomplex. Ja. Ich hoffe, es klappt mit Dynasty. Ja, das würde ich dir wünschen. Ja. Hast du zwischendurch mal Kontakt mit Marshall? Sie habe ich angerufen, ich habe jetzt eine Nachricht geschrieben, ob es wichtig war, ansonsten nicht, nein, aber sie müsste mir noch Geld überweisen für die Wallis Brause-Grafik, aber ich warte da jetzt erstmal, bevor ich sie dran erinnere. Ich muss auch mal gucken, ob sie die $500 überwiesen hat, aber auf der anderen Seite, es wundert mich, ich habe ihr ja geschrieben, aber ich habe nichts mehr gehört, bezüglich ja, Wallis Brause. Tja. Vielleicht wollen sie ihre Firma nicht weiterbringen, ich weiß es ja nicht. Ich hoffe, du wirst bei Dynasty nicht zu sehr eingespannt. Ja, mal gucken, wie es da läuft. Sonst fahre ich Taxi. Hast du mit Lami gerade mal geredet? Ach, ja, so mal zum Spaß. Mal gucken. Vor allem, Lami ist... Hast du darüber geredet, oder? Ach ja, mal ganz gut. Ja gut, Harald meinte so, weil ich uns wegen flexibel und... Ja, das sagten die halt, das ist ein flexibler Job. Sehr flexibel, ja. Naja, mal gucken. Naja, überall wo man trägt, also ich muss sagen, die Leute hier sind extrem spenderfreudig. Ja? Also man kann mit Trinkgeld hier auch einiges verdienen, auch wenn der Stundenlohn nicht so hoch ist. Das war beim OP nicht anders. Ja. Das OP wäre auch nur eine Option. Aber jetzt bist du nicht mehr da, das ist auch scheiße. Jetzt ist auch eigentlich weniger eine Option geworden. Ach, du musst dich nicht an mich halten. Mein Gott, deine Hose passt ja gut zu meinem Bikini, ist ja unfassbar. Ah, wir passen einfach gut zueinander. Meinst du? Ja, das meine ich. Die ganze Welt kann sehen. Ja, wenn wir weiter hier oben stehen, auf jeden Fall. Ja, wenn man zu hier runterspringen möchtest, musst du aufpassen. Ich habe mir vorhin schon den Rücken so ein bisschen... aber hey, pass mal auf, ich mache das nochmal. Pass aber bitte auf. So. Ja, du zählst, komm. No, ich will auch nicht, dass du dir weh tust. 3, 2, 1. Oh. Das kann ich nicht. Ja. Wie fängst du mich? Aber klar. Ich stehe hier.
Wow. Wow. Unglaublich. Mein Gott, sind wir cool. Aber wirklich. Die Rolle. Ja. Wir sind schon ein bisschen. Wir sind schon ein bisschen dumm. Bitte? Ein bisschen dumm sind wir aber trotzdem. Ich bin super intelligent. Nein, in dem Moment sind wir ein bisschen dumm. Wenn ich mir vorstelle, es ist gar nicht so tief hier. Hm. Nee, das Licht ist hier so toll. Wie sehe ich aus? Es zieht dich magisch an. Und es, Oh. Macht bitte keine Petting im Pool, ja? Das ist sonst alles im Wasser. Das wäre nicht schön. Dankeschön. Haben wir gerade schon gemacht. Ach, nee. Da drüben ist weiße Zone, nee? Nicht hier einfach rausschwimmen und dann nach links. Da ist... es gibt keine weiße... Ach, Skina. Es gibt keine weiße Zone. Skina und Ariane. Ja, nee, weiße Zone ist die doof, ey. Warte mal, da drüben hast du gesagt. Welches Angebot? Nein, hier ist keine weiße Zone. Alles gut. Ja. Hallöchen. Ja, ich, au. Nee, ich grüße. Herrlich. So, wir bringen einfach mal die weiße Zone mit. Ach nee. Welche weiße Zone? Hat jemand ins Becken gepinkelt? Nee, das andere gepinkelt. Weiße Zone, nicht gelbe Zone. Ach so. Jetzt war ich seit Perkel. Ja. Und was bedeutet dann weiße Zone? Ja. Absolute Fair. Damit hat Barb angefangen. Max, was machst du da? Wieso schmeißt du mich ins Wasser? In die Lava. Also. Nee, das gehört sich auch nicht. Kein. Max, bist du wild? Was ist mit Alkohol jetzt hier? Was ist los? Hey, Barb. Oh, juhu. Oh Gott, John, ist das da was am Bein? Ah, nee, ist nur ein Blatt. Alles Sophie. Freddy, schau mir nicht zwischen die Beine, danke. Ui. Ich schaue nur wohin, wo ich hinschauen möchte. Max, hast du noch aber nicht zwischen irgendwas? Meine Beine, danke. Da sind sie doch. Ja, wohin denn dann? Ich mal deinen Glückwunsch. Eva. Oh, okay. Sophie! Warte, ich hab's wichtiger. Sophie! Oh, hallöchen! Ach, gut, hallo, 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 Elke, hallo, Ariane, hallo, Max, hallo, Barbara, hallo, Scheiße, hallo. Genau vergessen. So, und jetzt alle mal bitte leise, genau. Da wird gesungen. Es wird der gesungen. Oh, ich grüße sie. Hallo, Eva, hallo, Oma. Ich bin bereit. Hallo, Sophie. Bitte schön laut und deutlich. Ja, bitte. Sophie macht mit. Oh, Sophie, du bist natürlich vorne. Ich bin Fan. Ich auch. Jetzt bin ich gespannt. Dann gehe ich weiter. Was wird das denn jetzt? Und los. Oh Gott, ich, bitte fangt an. Ich bin ganz nervös. Ich habe extra geschrieben für Barbara. Das stimmt, ja. Oh, wow. So, Rami, wir legen los. Warte, ich brauche noch eine Sekunde. Wenn das Scheißlied ist, ne? Oder irgendwas Böses. Dann komme ich da hoch. So, ich bin bereit, ne? Ja. Soll ich anfangen? Yeah. Ja, komm jetzt, mach! Barbara. Mit rotem Haar. So stand sie da im Wow! Im es war so wunder. Jetzt mach weiter, es ist wunderbar gemacht. Hey, weitermachen! Hey! Ja, dann. Oh, auf geht's. Mit rotem. Ja, es ist rot, ich brauche. So stand sie da im oh, ich glaube, da ist gerade einer aus der Hose entfleucht. Oh, wow. Nee, das ist ich kein darf Lied, so nicht das ist hören. Wieso, Leute? Das ist doch Mensch. Ja, das ist doch Mensch. Ja, ich hab's gesagt. Ja. Jetzt ist so, ihr müsst mal bitte Harald das Windenträger. Das ist ihm doch bestimmt auch ein bisschen. Wow. Das ist ihm doch jetzt auch bestimmt ein bisschen peinlich. Ja, ist offen, das war doch nicht so. Das kann doch jedem mal passieren. Aber es ist nicht im Wasser passiert, ne? Das ist nicht reingeplumpst ins Wasser. Ja. Was ist denn was? Was? Oh, das ist jetzt. Oh, was schwimmt da? Ach, nee. Was ist das denn? Das ist ein U-Boot. Ich dachte, das ist ein Aal oder so. Ariane. Ja? Oh
Hat jemand irgendwie so ein Fischernetz oder so? Oder so eine, wie heißt denn das? So ein Ding? Ein Kescher. Kescher? Hat jemand so einen Kescher, dass man das da mal rausholen kann? Ich, das ist ja widerlich. Warte mal kurz. Oh, jetzt verteilt sich das AAA von meinem ganzen Pool. Rein und dann darf ich auch mal hinweisen. Nein, das hat mein Bein Was ist passiert? Hey! Was ist denn los? Was ist passiert? Es hat sie gestreift. Oh! Jetzt habe ich bestimmt eine Krankheit. Pups, red dich. Warte, hier. Ich habe jetzt hier so eine Grillzange gefunden. In ihrem Dekolleté. Ich versuche da mal. Nicht in meinem Dekolleté. Ach, halt. So, irgendjemand muss jetzt mal die Felsange nehmen und das da rauswischen. Ich mach das nicht. So, ich mach hier mal die Beine sauber hier. Das ist aber deins. Warte mal, Barbara, ich kann dir helfen. Geht doch mal die Beine weg. Ich lege jetzt hier die Grillzange hin und irgendjemand kann sie sich dann nehmen, sich verantwortlich fühlt. Barbara, hast du dich angesteckt? Ich nehm's einfach. Womit? Du musst doch nicht den Boden rausschießen. Das ist sehr gut von dir, ne? Kannst du das mal vielleicht hier hin bisschen die Wellen hier? Ich mach Wellen, damit das hier hinschwingt. Ich hab eine Grillzange. Was, ich soll Wellen machen? Ja, damit soll ich reingehen und pupsen? Nein, du hast doch gerade was gesagt. Das AA jetzt in die Flasche kratzen. Ja, hier, warte. So. Och, das ist eine gute Idee, ne? Och, das ist ja geht das? Da schwimmt's. Oh Gott, das ist okay, warte. Ah, ich hab die Wellzange auch. Mach das weg. Die haben das da rausgefischt jetzt. Mit der Grillzange. Aber die Brösel hier, die lösen sich auf wegen dem Chlor, oder? Oh ja, ich hoffe doch. Jetzt müssen wir nur warten, bis das Chlor gearbeitet hat, ein bisschen. Ja, ich glaube, wir schütten noch mal was hinterher, Das ist eine gute Idee. Wo ist denn das Zeug? Ich habe irgendwas da. Ach nee, ich will da nicht durch. Auf der anderen Seite. Ich traue mich rüber zu springen. Geschafft. Ja. Wo ist hier was? Ist wie eine Riesenaufgabe. Ach nee, das ist ja Bier. Ach hier in der Ecke. Hier. Ach, da. Ja, wunderbar. Und wie funktioniert das? Ich habe sowas noch nie gemacht. Ja, ich weiß auch nicht recht. Hier. Keine Ahnung. Einfach reinkippen. Das Ganze, vielleicht das ganze Ding reinschmeißen am besten. Ja, das wäre eine Idee. Ne? Einfach rein damit. Harry, wir haben hier so eine. Wir haben hier Chlor. In diesem, wie viel muss man hier reinmachen? Alles. Dachte ich mir. Ja. Also wirklich alles. Ja, dann rein damit, ne? Moment, ich komme rüber. Ah. Wow. Du bist auch so schön sportlich, Lady. Natürlich. Ja. Du musst ja mit dir mithalten. Ja. Boah. Weil wir schwimmen noch ein paar Bröckchen und ich habe gesagt, dann. Oh. Dieses. Ich meine, das Chlor wird das schon auflösen. Ich hoffe doch. Hoffentlich. Ich meine, was kann man denn sonst machen? Oh, ich meine, wenn jemand eine Badehose über hat, dann könnte man vielleicht das Gitter aus der Badehose dafür nutzen. Oh nein, bitte nicht an den Leopardenboxershorts. Nein, nicht schon wieder mal. Nein. Oh Gott. Vielleicht kriege ich das ja auch so ein bisschen. Warte mal. Ja, vielleicht einfach so ein bisschen so verteilen so. Ja. Oh nein. Och, widerlich. Ich hab's fast berührt. Och, das war knapp. Oh, ist das widerlich. Oh, ich hab hier noch mal ein paar Bröckchen. Oh, nee. Oh, hier sind noch ein paar Bröckchen, die müssen noch weg. Ach, ist das ich schütt die einfach. Schütt die da vorne in den Busch.
Larry, ich hab das da vorne in den Busch gemacht. Ja, warte, ich schütte das in den Busch, okay? Aber Harald, ich weiß, du kannst ja nichts für den. Ja, ist das dumm? Das war widerlich. So, wir haben jetzt mal die ganze Pulle Chlor auch noch da reingehauen. Der hat bestimmt, der weint sonst heute nach dem Bettchen. Entschuldige dich, Schweinerei. Stell dir vor, die machen das nicht. Entschuldigung. Was denn? Dann haben wir nicht vertan. Wieso müssen wir uns denn jetzt entschuldigen? Entschuldigung. Nee, Jonathan muss sich entschuldigen. Ich hab ihn nicht. Ach so. Geiler, auch wenn die gerade keine Fahrer haben. Ach ja, wie schön. Wir fahren eben Alkohol. Aber also wir haben jetzt das Chlor da reingeschüttet. Bis ihr wieder da seid, sollte alles aufgelöst sein. So und dann haben wir richtig ballert am meisten und Tequila. Whisky. Ja, wir holen jetzt richtig. Ach, wer bezahlt das? Ich hab schon hier bezahlt. Ich bin im Minus im Verzug mit einer Miete. Ich kann das. Einen wunderschönen guten Abend, Audi. Ich hab noch Geld mit. Oh, ach so, stimmt. Du bist ja reich. Komm mit. Ja, reich sein hat schon Vorteile. So, nachdem wir ja beide fast gekotzt haben, darf ich nochmal nach Ihren Namen fragen, bitte. Ich jetzt? Ja. Ja, Frederik, nicht? Frederik Dinkel, Unternehmer. Ach, Mr. Dinkel. Ja, jetzt habe ich sie. Genau. Ja, wir haben uns im Aphrodonis getroffen, richtig? Ja, genau, nicht? So ganz kurz. Ja, genau, stimmt das. Da hatte ich doch mal. Ja, das war diese mit dieser Laufstegsache hier. Ja, genau, da ist Klaus ein bisschen Laufsteg gelaufen. Genau, ich erinnere mich. Na dann, Audi, Mr. Dinkel. Ich habe kurz am Stadtpark gesehen, ne? Das kann auch sein, ja. Ja. Ach, schön, dass Sie da sind. Ja, und Ihr Name war noch dein Skinner. Ja. Ja. Na, wunderbar, nicht? Freut mich. Ja, ebenfalls. Super. Schön. Ich hole mir Bier. Ja. So mag ich sie. Unkompliziert, einfach. Im Grunde genommen wie so ein Wiesel. Die sind auch unkompliziert und einfach. Ja, aber Wiesel sind dumm. Und Harry ist nicht dumm. Ich weiß nicht, ob Wiesel dumm sind. Ich hatte nie einen. Waren Sie schon mal ein Wiesel, Herr Skinner? Ja, nur als Kopfkissen. Ach so. Aber ist schon lange her. War das gemütlich? Ach schon. Schön weich. Ach, wie schön. Wir haben kein Bier mehr. Oh. Und war das dann so das ganze Tier ausgestopft oder nur das Fell oder? Hat er gerade von seinem Hut angefangen zu erzählen? Nein, das war angefangen von zu erzählen. Nein, aus der Kindheit noch ein Wieselkissen. Oh. Wo ist der Rest denn? Alkohol kaufen. Ah. Einen wunderschönen guten Abend, schön, dass ihr alle da seid. Einmal an Gefühlsamöbe, dankeschön für dein Prime-Sub. Schön, dass du da bist. Dankeschön, Redegewandte, schön, dass du da bist. Guten Abend. Kitty Schnitty, Howdy. Und Gefühlsamöbe nochmal auch ein Howdy. Wahrheit oder Pflicht? Oder danke, kann... danke. Wahrheit oder Pflicht? Oh. Genau, ich habe sowas nicht gemacht und es ist nicht gut ausgegangen. War da nicht mal was? Dieses. Aber have I never ever Dings da, das war immer ganz gut. Ja, das stimmt. Was ist das? Oh, das werden Sie mögen. Ein gutes Spiel. Ja, wirklich? Mr. Oh, ich mag's, wenn ich Dinge mag. Tja, das hat das Mögen so an sich. Aber das erklären wir gleich mal in großer Runde am besten. Ich muss mal kurz austreten. Bin gleich wieder da. Okay. Ist er nicht toll? Ja, sehr freundlich, sehr so, ich möchte es jetzt einmal kurz nutzen. Es waren ganz viele Leute immer hier, die haben auch mal hier ein Hallöchen gesagt und Sub da gelassen und sonst was. Ich möchte jetzt einfach mal ganz kurz Hallo sagen, sorry. Jetzt mache ich mal ganz kurz die Unterbrechung hier. So.
Also, jetzt fange ich mal nochmal an. Schön, dass ihr alle da seid. Einen wunderschönen guten Abend. Howdy, Ladies and Gentlemen. Ich freut mich, dass ihr dabei seid. Ja, ihr wisst, im RP bin ich oft nicht immer ganz dabei. Also, da bin ich halt nicht so beim Chat. Da kann ich nicht so eingehen auf den Chat. Das wisst ihr hoffentlich. Nehmt mir das nicht übel. Das mache ich nicht absichtlich. Ja, beim Roleplay ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Weil, da ist man ständig in diesem Roleplay-Strang. Und dann hört man sowieso nichts, wenn dann die Gespräche sind. Und das ist dann immer doof. Aber jetzt will ich es trotzdem mal nutzen, weil schon wieder ganz viel passiert ist in der Zwischenzeit. Also, schicker Esel, vielen Dank für 15 Monate Resub. Tristan, Kevins, der Sally, Dankeschön. Und Textilpflege, Dankeschön für den Follow. Willkommen in der Community. Schön, dass ihr da seid. Monika, einen wunderschönen guten Abend. Dark Woman, ebenfalls Howdy. Schön, dass du dabei bist. So, dann möchte ich mich bedanken bei Peaches, Mama, die ja einen Follow da gelassen hat. Happy End, Dankeschön für 4 Monate in Prime Resub. Immer wieder eine Freude. Ist mir auch eine Freude. Dankeschön. Dann möchte ich mich bedanken bei Digital Girl, die hatte ja ein Raid da gelassen, aber ist glaube ich schon wieder weg. Macht nichts, vielleicht sind die Leute noch da, einen wunderschönen guten Abend. Dann Bambus Twitcher, ebenfalls einen wunderschönen guten Abend, Dankeschön für den Follow. Gefühlsamilbe, Dankeschön für den Prime Sub, danke, das ist ein Vertrauensbonus, der erste Sub hier. Ich hoffe, ich enttäusche dich da nicht und ich hoffe, du hast Spaß und du findest Zerstreuung hier bei den Streams. Morgen spielen wir übrigens wieder, da kommt Teil 4, morgen spielen wir wieder Detroit Become Human, die Story geht weiter. Ja, das schon mal vorab. Mittwoch, Donnerstag dann wieder Roleplay. So, Redegewandte, ebenfalls einen wunderschönen guten Abend, Dankeschön für deinen Follow. Und Kitty Schnitty, Dankeschön ebenfalls für den Follow. Willkommen in der Community, schön, dass ihr da seid. Also, howdy. So, jetzt. Elenia, danke, das ist super lieb, das Feedback, dankeschön. So. Und Wimshi, das klingt doch wirklich... Ja, Larry und Pferd. Nein, Wimshi klingt doch gut, ich bin gespannt, was rumkommt. Eieiei. es ist so schön, also heute ist wieder lustig. Lori, schön, dass es dir gefällt. Ja. Ach du Scheiße. So, machen wir ein bisschen Musik an. Ja. Ja, da gab es ja eine Demo, die aber furchtbar war. Hey, ja. Wie lief die Demo? Stimmt, die war ganz furchtbar. Ach, die war ganz furchtbar. Also von beiden Seiten, nicht? Einmal die Demonstrationsseite war also ganz fürchterlich, nicht? Von der Argumentationsstrategie, von der Argumentationskette. Es war wirklich, wirklich undurchsichtig, was jetzt eigentlich gewollt, also was der Wille ist, nicht? Was die Forderung ist. Und es war auch überhaupt nicht klar, was Lösung ist. Ich glaube, wir waren sogar an der ganz falschen Stelle da mit der Demo. Oder jedenfalls der, wie ist der, Berge oder so gesagt, ne? Dass der gar nicht dafür verantwortlich ist. Ach du Scheiße. Ihr liegt alle auf der faulen Haut hier. Ja. Das ist wie mein Vater. Ja. Ach so, ja. Schön. Ja. Das war nämlich die Selke, die uns das verboten hat. War gerade ein bisschen Sterne an oder wie ist das? Sehr, sehr gut reden. Ja, aber Max, heute hat er doch wirklich, heute war er heute doch wirklich so. Heute war wirklich korrekt. Nicht so, ist es ja, ich glaube, der war früher anders. Oder sieht er nämlich auch aus. Das, ja. Harry, leg dich einfach auf mich drauf. Okay. Ey, daneben. Tja. Oh. 69, so sieht das aus. So, au, au. Larry, wir sind hier nicht privat. Entschuldigung, nein, da wollte ich doch gar nicht hin. Ah, Mann. Oh. Ja, jedenfalls, der sieht auch nicht schlecht aus, so würde ich es jetzt sagen, ne? Merkst du das? Wer jetzt? Freund. Na und? Hm? Kann ich trotzdem sagen, wenn jemand gut aussieht? Jetzt habe ich nicht mitbekommen, um wen es geht hier. Niklas Berger. Ach so, der Typ. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt kein Auge auf den werfen können. Ja, vielleicht solltest du auch allgemein deine Augen bei dir behalten, ne?
Auch ich meinte das ja im übertragenen Sinne. Aber die Vibration habe ich bis hier hingespürt. Ich würde so lachen, wenn du jetzt dann quasi aufstehst und dann hört man ein leichtes Quietschen. Harald? Warum das denn? Dein Arm ist weich. Naja. Liegst irgendwie so gerade da wie aufgebahrt. Ja, stimmt. Das tut auch ein bisschen weh im Rücken natürlich. Das ist Rückentraining, das ist gut, mach weiter so. Echt? Das ist quasi ein Negativ-Blank. Ich hab da ja auch recherchiert, so, weißt du? Erzähl mal. Ja, also ich meine jetzt so in Richtung Sport. Ich mach doch viel Sport in letzter Zeit, mein Lami-Man. Ja, das stimmt, das habe ich gesehen, die eine Runde. Ja. Ja, ich bin ja auch sportlich, weißt natürlich. Du? Natürlich. Mal. Ja. Ja, muss ja auch sein, sag ich mal. Ich muss ja wieder in Figur kommen. Und ich was ist dein Lieblingssport? Was ist die Lieblingsdisziplin? Och, das weiß ich, um ehrlich zu sein, gar nicht. Ich mag Yogen sehr gerne. Aber ich mag also generell so der Fitnesssport, nicht? Das Fitnesstraining. Du meinst, was? Fitnesssport? Ja, okay. Ja, Fitnesstraining, genau, nicht? Und da mache ich, ich mache zum Beispiel immer meine Routine ist so Shit. Also erstmal natürlich, nicht? Das Aufwärmen, nicht? Und Strecken. Dann mache ich Shit-Ups, nicht? Mache ich ein paar Sets, nicht? Oh. Ja, Shit-Ups. Ja, ja. So immer so 12 Wiederholungen bei 3 Sets, nicht? So, und dann mache ich das und danach mache ich die Liegestütze, ne? Und da genau das Gleiche und dann gehe ich joggen, ne? Und das so lange, wie ich kann. Und dann mache ich immer ganz spontan, ne? Wenn ich mal eine Treppe finde, dann laufe ich die auch mal auf und ab, so, ne? Sag ich mal. Ja, und ja, dann natürlich Fahrradfahren gehört auch dazu, ne? Das mache ich auch gerne. Ja, und sonst golfe ich ganz gern mal, ne? Golfen ist auch immer ganz gut. Früher war ich auch viel fechten, ne? Ja, mein Ziel ist eigentlich, wieder auf meine Figur zu kommen, wie damals zu meinen Playboy-Zeiten. Also, golfen wäre ich auch mal gern dabei. Als ich Playboy war. Könnten wir mal ein Match machen. Och, sehr gerne. Playboy? Ja, das ist unter Milliardären so ein Ding. Ach so, dass man sich da einkauft, oder wie? Ja, also viele verwechseln da immer die Playboys mit den Bunnies, ne? Ich war jetzt kein Bunny, ne? Ich war ein Playboy, ne? Das ist so ein Ding einfach. Ich kenne keinen Milliardär, der das nicht mal war, ne? Ach, so ein Playboy, also so sprich mit die Frauen mit heißen, schönen Autos und so überzeugt. Ja, nur nicht Frauen, ne? Also es gibt ja auch männliche Bunnies, ne? Ja, und es gibt die Bunnies und es gibt die, die mit den Bunnies Spaß haben, sag ich mal. Und das sind Playboys. Ja. Gut. Ja, das war eine gute Zeit, ich hatte, ne? So Anfang 20. Larry. Larry? Ich glaube, weißt du was? Sorry, aber das Niveau hat im Keller auch noch Höhenangst. Naja, gut. Ach, irgendwie genieße ich das gerade. Genieße es hier im Biau. Und Larry, du bist dabei mal. Ah, ich finde es richtig schön. Richtig schön. Unangenehm. Und vor allem kein Stress mehr. Mit diesem LSPD. Siehst du? Oh ja, Frau Collins wollte noch kommen, ne? Willst du sie nochmal. Ja, mach ich. Regenwurm. Ja, Baba. Wow. Och, ist das schön. Och, ist das schön. Ein bisschen Training. Och, ist die Wiese schön. Ihr habt Barbara hat angerufen und gesagt, die verspäten sich und hat total geweint und hat gesagt, die haben gerade eine Verfolgungsjagd. Wie? Oh je. Aber warte mal, die fahren mit meinem Auto. Wie? Oh je. Alter, was ist mit euch los? Oh nee, ist die schlafen gegangen, ich glaub's. Ich komm mal zu euch. Harry, mach dir keine Sorgen, das LSPD. Blickt da nicht ganz durch. Ja, wollen wir ein paar zusammen machen? Ich hatte zwar heute schon Sport gemacht, aber... Hä, wie liegt er denn da? Machen. Das ist Max. Ja, du musst ein bisschen... Pass auf, winkel mal die Beine ein bisschen noch dazu an. Also das ist schon... Oh, du machst das aber wahnsinnig. Also das ist nicht gut so für dein... Das ist nicht gut für Steißbein, wie du das machst. Nee, das ist überhaupt nicht gut für Steißbein. Ist eine Dehnübung. Damit machst du dir das ja völlig kaputt, Lami. Ich meine, erstaunlich, dass du das so kannst, ne? Aber das ist schon... Ach ja, das ist ein guter Anfang, Sophie. Das ist schon ein guter Anfang. Lass mal gucken. Ich mach mal ein Bild. Anfang. Sie kann es halt noch nicht so.
Versuch mal, Sophie, versuch mal die Beine ein bisschen auf dem Boden zu, also nicht die Beine, ist die Füße auf dem Boden zu lassen. Soll ich die mal ein bisschen runterdrücken? Hier, ich war die mal unten auf der Wiese, ne? So. Ich meine Füße anfassen. Ja, aber die müssen ja unten bleiben. Die müssen ja unten bleiben. Die müssen ja unten bleiben. Ja, ich meine ja nicht, also ich meine ja, ich wollte dir nur helfen, sag mal. Das muss alles. Ja, Lami, das wird auch, das sieht auch schon besser aus, ne? Das sieht besser aus. Okay. Ja, sieht besser aus, sag ich mal. Ja! So! Och, das war ein ganz guter. Das war her. Ja, her. Hervorragend, hervorragend, genau so. Oh, Sophie, gut machst du das. Wow. Ja, genau. Oh, jetzt könnt ihr es. Hervorragend, hervorragend. Sehr gut, ne? Sehr gut. Guck mal, ich mache auch ein paar. So nämlich, so geht das. So, ganz genau, ne? Und auf den Seiten. Ich bin auch. Genau, ne? Hervorragend. Hervorragend. Und dann kann man noch ein bisschen die Arme mit benutzen. So. So nämlich. So. Ein und bisschen immer hier. Immer an das Atmen denken. Und ausatmen. Und einatmen. Und nein. Das ist viel hier. Na, das geht auch in die Bauchmuskeln. Scheiß auf diese Push-Ups. Ihr macht das richtig gut. Genau so. Genau so. Harry. So, hier. Die Füße müssen auf dem Boden bleiben, ne? Die Füße müssen auf dem Boden. Nein, ich möchte. Das ist gerade eine Dehnübung und die geht auch in den Bauch über. Aber ihr macht das schon wirklich hervorragend. Ihr macht das wirklich gut. Ihr macht das wirklich gut, das muss man sagen, ne? Ich sehe hier gerade ein paar werdende Sportler, ja. Was machen wir noch ein bisschen Aerobic? Ich sag, das können wir gerne ein bisschen machen, ne? Du bist doch wirklich zu dumm, um einmal Wasser umzukippen, ne? Hervorragend. Das ist sehr gut, um sich ein bisschen auch auszuschütteln, ne? Vor allem ist das auch sehr gut, damit der Alkohol schneller sich im Körper verteilt. Yoga, ne? Um das ein bisschen wieder aus den Knochen rauszu. Dann mache ich immer so und dann gehe ich runter zu meinen Füßen mit den Fingern zu den Zehen. Und dann einfach Lami. Und dann strecken, ne? Oh, ja, das ist auch gut. Wow! Oh, mein was ist denn jetzt hier los? Wie macht denn jetzt der Rosi? Ich bin getrunken. Aber was ist jetzt mit dieser Verfolgung? Habe ich gerade gesagt. Ja, Barbara hat gesagt, war ein Spaß. Und Jo so, achso, Jo, ich darf hier von Barbara aus eine reinhauen. Aber sei sanft. Ja, okay. Sei sanft. Aber du willst einen alten Mann schlagen? Nein, mach ich nicht. Mach ich nicht. Oh. Das ist ja, aber das ist ja sollst du eine Frau schlagen? Ja, nee. Es kommt drauf an, ob sie es ist oder Ariane. Guck dir doch mal diese Klatschspanne an, ne? Oh, da kann man doch nicht reinkneifen. Ja, ne, dann kneife ich lieber rein. Hier so. Oh, richtig feste, ja. Oh mein Gott. Habt ihr jetzt gerade seine Nasenflügel gedehnt? Nein, ich habe ihn an seine Wange so richtig reingekniffen. Ja. Ich habe jetzt den Nippel nicht genommen. Frag Larry, der weiß, wie das ist. Okay, da ist jetzt ein bisschen Alkohol, ne? Ach, an den Wangen. Was machen wir als erstes auf? Vodka. Gute Idee. Wo habe ich den Glückwunsch? Stoß, ich mach's jetzt, ne? Seht ihr, wie es aufmacht? Ja. Vodka? Oh. Ich bin richtig gut im Stöpsel lösen. Oh, ich muss erstmal ganz kurz. Ja. Was machst du da? Oh, du Fick. Ist was, Larry. So was Gutes gibt's nicht mal. Was denn? Oh, Pizza schmecken. Ja? Nein, Burger. Hallo, macht ihr mit? Wasser-Aerobic? Wasser-Aerobic? Was ist mit der Rossi? Ist die Kackwurst da weg? Warte, wir müssen uns noch betrinken vorher. Dunkelgrauer Bleistiftrock. Röstigen machen hier. Alle schmeißen die Klamotten hier in den Kühlschrank. Wir wollen so viele Sachen machen. Wir müssen uns beeilen. So leg dich doch einfach in die Sonne. Bitte schön. Bitte. Oh, danke schön. Mond, das auf dich scheine. Ich geb's Larry weiter. Danke schön. Hier, Larry. Oh, danke. Aber weißt du, ich zieh mir jetzt hier. Weißt du was? Die Dose hier zieh ich mir jetzt rein. Mal gucken. Dann brauche ich wahrscheinlich nichts mehr danach. Wir geben uns nämlich heute richtig die Kante. Jetzt hast du zwei. Meine Güte. Nix. Was ist mit Stroh oder was? Warte, ich muss mich wieder nackelig machen. Ja, Ariane. Piep, 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 piep. Oh. Ein Autoschlüssel. Prösterchen. Auf mich. Was sehen? Auf dich.
Fantastisch. Oh jo, aber ich hoffe, die Hose ist noch bequem. Guck mal, wie schön mein Fuß in dem Schuh aussieht. Okay. Guck mal, mein Fuß. Oh, meine Güte, Max. Oh, machst du ein Foto? Matti. Harry, hast du mit ihr irgendwie gesprochen? Ich check mich. War das jetzt ein Versuch? War das eine Falle? Wolltest du mich jetzt gerade testen? Also ich finde das absolut nicht. Ich finde das überhaupt nicht attraktiv. Ich hab nicht mal gezuckt oder sonst irgendwie geguckt. Es sind nur deine Schenkel, die mich interessieren. Dafür bekommt ihr bestimmt 500.000. Was? Nee, warte mal. Wovon redest du? Ich hab jetzt echt die Waden! Gerade eben hat sich Barb hingestellt, genauso wie du, und hat und so quasi die Wadenbegutachterposition. Nein, ich habe es nur gesehen, dass sie es gemacht haben. Dann habe ich weggeguckt, weil ich die absolut nicht schön finde, ja? Nein, ich rede nur mit. Nee, ich rede nur mit dir, hallo? Wir müssten ein kleines bisschen Abstand halten, wenn es so ganz nah ist. Dann sieht der Zuschauer nicht. Ich brauche trotzdem wieder andere Haare. Ich muss es färben. Ich kann auch Lust, dir einen Schmatz auf die Nase zu drücken. Okay, aber jetzt trinkst du dann bitte erstmal einen Whisky zum Desinfizieren, okay? Ja, gib mir Whisky. Oder wird jetzt ein flotter Fisch. Ah ja, bitte zum Desinfizieren einen Whisky. Warte, ich tue mal meine Schuhe zurück. Ums Desinfizieren. Das gehen, finden Sie, ich habe Bakterien auf dem Mund. Weiß ich nicht, aber ich will nur sicher gehen. Das nehme ich jetzt persönlich, ne? Das nehme ich jetzt persönlich. Max, jetzt nimm das Handy runter, weißt du das? Ja. Nee, Max, mach ruhig weiter. Max, guck mal. Oh. Du brauchst ja gar nicht so lachen. Everybody's dancing in the moonlight. Lachen tue ich am Ende, wenn ich dir das Handy abgenommen habe. Oh, sei nicht John, so, John, jetzt sind jetzt droh, Max, doch. Oh meine Güte, du bist die gefrorene Filmfrau, wirklich. Jetzt hör mal auf, hier von meiner Frau. Weißt du, das ist auf eine... Barbara, gönn dir! Es kommt auf Venture. Weißt du was, Barbara, ich habe passende Musik bei. Ich mach die jetzt gleich an. Und dann kannst du da oben drauf tanzen. Und dann geht's jetzt die Party tanzen hier Sie gleich weiter, richtig ab. Barbara, komm jetzt sofort herunter. Ich öffne nur kurz diese Kamera. Warte, also ich denke... Ich muss gerade an ein Lied denken hier. Eine Million Klicks schon. Warte, Ich gehe jetzt. Das ist aber doch ganz schön. Ja, natürlich. Guck mal, ich bin da. Oh, ich fühle das schon wieder. Ja, also alles ist sehr klar. Moment, ich erspähe etwas. Ja, aber das ist so romantisch. Oh, aber wie? Meine Güte, ich kann kaum noch... Vor allem immer dieses Geräusch im Hintergrund, dieses. Ja. Okay, ich. So, das war's dann. Ich fand das. Herr Skinner. Ja. Herr Skinner. Ja, Lady. Bitte nehmen Sie das hier. Ich werde das jetzt unter den Gästen weiter verteilen. Was? Ihr beiden, ich habe etwas für euch. Max, also wirklich, jetzt langsam hört's auf jetzt. Was ist da los? Was war das? Die ganze Zeit, ne? Hey, Barb. Ja, was ist hier? Was hast du für mich? Hey. Hab ja, ich was gegeben? Sorry. Wodka? Ja, natürlich, noch einen. Ja, zum Wohle, ne? Trinki, die Rinki, auf mich. Wollte nicht persönlich sein. Sorry. Ach ja, Herr Skinner, schieben Sie sich statt sonst wohin. Ich bin nachtragend. Ist das so? Ja, ich schreibe das in meine böse Jungsliste. Na, dann Prost drauf, oder? Ja, Prost drauf. Das kriegen Sie zurück, ne? Ich werde Ariane sagen, was sie beim nächsten als nächstes bei Ihnen ausprobieren soll. Oh nein, bitte nicht. Skinner, das ist schon so hart. Sie sind der Schicksalsschmied Ihres eigenen Schicksals, ne? Das stimmt wohl. Ja.
so ist es. Fate Maker. Ja. Sie kriegen den Stöpsel von Herr Reiter nicht. Was? Muss er jetzt, wo ist er hin? Wo ist der Max hier? Oder? Zwei? Barbara. Super, yeah, super. Oh, nein, Barbara. Barbara. Oh, ne. Barbara. Ich hab was für dich. Noch mehr Alkohol, fantastisch, gebe ich. Bitte schön. Oh ja, wie viel denn noch von denen? Darf man nicht trinken. Levi. So, was hast du vor, Harry? Ich trinke erstmal noch was. Dann komm nicht immer noch. Ich halte dich fest. Ja, ich fest. Hat sich so ein bisschen. Hier nur so ganz leicht, aber noch nicht so richtig. Aha, ich oh mein Gott, warte. Oh, was ist das denn hier? Oh, Ich muss aber aufpassen, wie ich mich hier hinstelle. Yeah. Oh, ist das toll! Oh. Wunderbar, Levi, wunderbar. Ja, finde ich auch. Finde ich einfach so. Vor allem, oh, das spritzt so von unten. Ja, da geht meine Stimme gleich mal höher. So wie das. Oh, unter der Hose. Oh ja, warte, ich stehe nicht mal genau so. Drauf. Oh. Oh, das sollte ich nicht tun. Ah, jetzt geht's wieder. Geht's wieder? Ja, es geht wieder. Okay. Puh. Was hast du vor? Jetzt wirst du wieder frech. Ja, ja. Du hast es aber im Moment nicht verdient. Nee, du auch nicht. Ich zeig dir, was ich dir dann ver... Ich zeig dir nachher noch was, was du verdient hast. Oh Gott. Glück gehabt, ja. Ich reiß sie mal zusammen. Was, hier, Ja! Ja, was denn? Oh Gott. Was ist denn da los? Komm, wir rennen den Beinen hinterher. Wir rennen mit dem Handy hier. Oh, wir rennen Max hinterher. Oh, Max, du bist so schön! Halte den auf! Den, warum? Den Bengel! Was? Lümmel? Oh, der nimmt hier uns auf, hier! Ich, hab Probleme mit dem Lauf. Stehen bleiben, hey! Hey! Hallo! Max! Max, also, bleib stehen! Bleib Video. Oh mein Gott! Oh, scheiße Wiese! Aua, 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 aua! Hast du nicht irgendwann keine Energie mehr? Bist du nicht alt? Ich hab immer Energie. Jetzt hab ich dich! Oh mein Gott! Wie eine Zombie-Invasion! Gut, gut, ich lade dieses Video hoch. Haltet nein, Abstand. Du lässt lasst du eure lässt Hände, lasst eure Hände bei mir. Mach das auf lasst eure Hände bei mir. Bei euch, sonst lade ich dieses Video hoch. Ich soll meine Hände bei dir lassen. Ja, jetzt mach das weg da. Wir sind bei dir. Gott, ich lasse euch mal allein, okay? Mach das weg da. Freddy, mach das weg da. Hände weg, Freddy. Soll ich erst mit Colin reden? Red mit Colin, kein Problem. Scheiße, ich dachte, das greift. Soll ich erst mit meinem Anwalt reden? Mach das. Scheiße, ich dachte, das greift. Soll ich erst mit dem Universum reden? Gut, hast du denn Karten, die du legen könntest? Ja. Max, soll ich dir die Karten klauen? Ich habe zum Beispiel Stempelkarten. Karten sind ganz versteckt. Ich habe Stempelkarten von Klaus zum Beispiel. Greifen, keine Sorge, ich bin gründlich. Ich habe noch Ersatzkarten, kein Problem. Ich habe eine Idee. Was ist, wenn ich zum Beispiel einen Gegen aufnehme? Ich habe keine Charme, Freddy. Nö, jeder hat Charme. Nehme ich auf, kein Problem. Nee, nee, so funktioniert das nicht. Filmst du mich hier gerade? Nee, ich schäme mich für nichts, Freddy. Nee, das kann gar nicht sein. Filmst du mich einfach so? Ja, der filmt uns hier. Ey, was ist denn hier? Filmt ihr alle hier rum? Mann! Ich filme ihn, weil er mich filmt. Ich hol meinen Rechtsanwalt. Ich sag's dir. Howdy.
Ach, die filmen sich gegenseitig und beschweren sie sich. Beschweren sich, dass sie sich gegenseitig filmen. Oh nee. Ah. Nicht sowas schon wieder. Ja. Tja. Ja, hast du gerade gehört? Er holt seinen Anwalt, Klaus. Ja, nee, ich hab Feierabend. So. Frederik hat mal ein Fotoshooting machen lassen. Ne? Der wollte ein Porträt von sich anfertigen lassen. Da wollte er den verklagen, weil er einfach ein Foto von ihm gemacht hat. Ach, ich glaube, das ist momentan aber auch nichts, was er... Das ist eher, also nichts wirklich Ernstes, aber... Hallo? Naja, sie diskutiert. Hallo, Harry. Hallo, wie geht es Ihnen? Oh, wow. Hey, Harry. Oh, okay. Also... Und ihn? Oh, das ist ja... Hey, Lady, du hast ein bisschen mehr zu viel, glaube ich, ja? Ist noch nicht genug. Hm... Ein bisschen muss noch und der Vogel sagt Hallo. Ich bin oh, yeah. Oh, Frederik mag Vögel auch. Hübsche Lady. Verzeihen Sie bitte, ich muss mich mal um meine Lady kümmern. Alles klar. Bin geschoren. Hör auf, Harry so zu filmen, wenn sie so in dem Zustand. Nächste kannst du mich filmen. Guck dir meinen Mann an, guck mal, wie süß der ist. Oder wie guckt da rein, er kann in die Kamera. Oh, guck ihn dir an. Oh, wie niedlich. Was? Nein, film das! Ich hau ihn eine runter, wenn er die noch weiter filmt. Warum? Oh, das ist Max, man bist so ja. Fein. Ich schmeiß ihn mitsamt Handy ins Wasser. Dann schmeiß ich dich mitsamt dir deiner ins Hoden Wasser. Ins Wasser. Mhm. Jetzt schnapp ich. Nein, ich komm mit, ich renne hinterher. Ich bin gleich. Die Hilfe. Weißt du was, das machen wir jetzt ganz anders hier. Geist. So, höpp. Oh. Fliegengewicht hier. Lami, was ist los? Oh. Die Party ist noch nicht richtig am nicht reinschmeißen, nicht reinschmeißen. So, samt deinem Handy von mir. Hoffentlich säuft's ab. Ich bin stinksauer. Wie kannst du Harry so filmen? Ich hab noch nicht mal den Videobutton an. Das Ding hat doch geleuchtet. Meinst du das außen, das Leuchten? Ich bin eher beleidigt. Ich habe ihn ins Wasser geschmissen samt Handy. Larry, bist du doof? Nein, bin ich doof, aber er kann dich doch nicht einfach so abfilmen. Mir scheißegal, ob das Handy jetzt kaputt ist. Wenn du wüsstest, was für Videos ich von dem habe. Was? Ja, als Max voll besoffen war, habe ich ihn auch gefilmt. Damals noch in Kleid. Ich glaube, ich will es gar nicht wissen. Ares, grüß dich, einen wunderschönen guten Abend, Audi. Na? Schön vom Ring jetzt abends zu Hause. Harry, ja? Du siehst süß aus. Ja. Was ist los, Harry? Wie sehe ich aus? Hier soll ich dir mal was sagen? Sag es. Warte mal. Liegt doch noch. Ja. Hier, gönn dir. Wow, wie kann man denn nur so schlingen? Ich werde nichts dazu sagen, weil ich mir den ganzen... Oh. Harry? Na, ja. Diepe Frage. Okay. Diepe Antwort. Okay. Hätten wir das auch geklärt? Ja. Ja. War das schon die Frage? Das war die Frage. Das war ja eine Aussage. Das war eine Aussage, ja. Okay. So. Nicht schlecht. Oh. Ich wollte mich jetzt gerade zu dir setzen. Oh ja. Warte, ich mach's mir wieder bequem hier.
Ja, ich weiß sie nochmal. Erzähl mal, wie war deine Bewerbung? Schriftlich. Ja, das habe ich schon erahnt. Ja. Wie sie jetzt nun gewesen ist, ich finde sie gut. Ich weiß nicht, wie die anderen sie finden. Haben sich deine Polizistenfreunde mal wieder bei dir gemeldet? Es ist ja keiner da. Keiner da? Naja, ich erreiche schon seit Tagen keinen. Johnson erreiche ich seit Tagen nicht. Der mit den Booten kannst du da nicht erreichen. Das ist Johnson. Eric. Erreiche ich seit Tagen nicht. Oh. Weil der hat doch so ein Bootsding dran, oder? Ja, das ist richtig. Einen Bootschein hätte ich ja auch. Wäre auch eine Möglichkeit. Ja. Boote verkaufen. Boote, Boote, Boote. Da könnten wir wieder eine schöne Bootstour machen. Ja. Und weiter saufen. Oh, saufen, ja. Ich bin nämlich, da vorne steht ein Bier. Ich glaube, ich nehme jetzt mal ein Bier. Hey, warum? Warum nicht? Harry, ich bin so selten mal hier. Oh, hier seid ihr alle. Bier. Ja, aber du bist gerade so hübsch. Geht doch nicht. Wieso bin ich denn gerade hübsch? Ach, irgendwie so. Und wie geht's so? Okay, Harry, was machst du? So alles so. Du stehst so voll locker da. Und irgendwie mit deiner Art. Du bist gerade so. Ach, du bist einfach süß. Eigentlich ist eine Einschränkung. Wieso? Keine Sorge, ich kack nicht ins Wasser, Harry. Okay. Ah. Willst du noch ein Bier? Also, ja. Nein. Harry? Harry. Wir müssen hier unbedingt nochmal herkommen. Ja, ich hab bald Geburtstag. Mhm, ich weiß. Ich weiß nicht, ob meine Freunde was für mich machen, denn ihr solltet euch absprechen. Frederik? Ja? Mach dir mal keine Sorgen. Ich krieg da schon mit. Wie viel? Ich will nie wieder in die Wurstpumpe, bitte, Larry. Frederik! Nie wieder oder wieder? Ich will da nicht wieder rein, um die Toiletten gucken. Das war echt ein traumatisches Erlebnis, hä? Das war ein traumatisches Erlebnis und von dem Feuerzeug zum Halbjährigen. Und Rüdiger. Den habe ich jetzt aber wieder. Und dann hast du mir Rüdigers, du hast mir den gegeben und dann habe ich dir meinen neuen Rüdiger gegeben. Ja, das stimmt. Das stimmt wirklich, das hast du getan. Das werde ich niemals vergessen, Larry. Okay. Viel wichtiger ist aber das Kleeblatt. Das Kleeblatt habe ich immer bei mir. Gut. Rüdiger hatte ich auch immer bei mir. Wo hast du den denn jetzt gerade? Rüdiger habe ich jetzt zu Hause. Okay. Soll ich dir was erzählen? Mhm. Vorgestern. Ne, also Donnerstag. Da war ich. Ja. Beim Hordi-Haus. Okay. Ich wollte das mieten. Und dann wollte ich darauf warten, bis du es irgendwann siehst, dass der Bahn steht. Warum musst du dafür noch deine Steam? Man kann das nicht mehr so mieten. Das geht leider nicht. Was kann man nicht mehr? Nicht gemacht. Wie? Das Audi-Haus kann man nicht mehr so mieten? Nee, ich wollte das mieten und warten, bis du vorbeifährst. Das habe ich verstanden. Aber, ja. Ja. Da steht, bitte bei Dynasty melden. Oh. Neues Objekt. Ja. Vielleicht, ich kenne da jemanden, der kann es mit Sicherheit gut verkaufen, weil er einfach alles kennt von diesem Haus. Hm. Oh, na komm. Trinken wir noch was? Ja, gerne. Na dann, auf geht's. Wupp. Ah. Ja. Oh. Ja, ich pass schon auf. Waldi, danke schön für deinen Prime-Sub. Das ist super lieb von dir. Danke schön. Dann renne ich mal. Oh, oh je. Noch mehr. Wir wollen. Hallo.
Ich hab nichts mehr. Wir haben, da ist noch was zu ihm. Ja, mir hat ganz viel noch. Oh je. Levi steht mir noch schon zu gerade. Steht er mir. Ist hier noch was? Ja, ich, kann auch noch. Ja? Es ist die Schraube für Schluss. Meine Güte, Barbara, oh, so sexy in ihrem Bikini. Fest in die Hand. Ja. Und ich drehe daran, ne? Ganz fest drehe ich daran. Oh, ich nehme ja noch was zu essen hier. Ja. Bis er sich löst, der Stopfen. Und da habe ich es geöffnet, ne? Das Licht ist voll toll. Ich glaube, das scheint bestimmt mein Po an und der sieht ja total wundgehaut aus. Oh, danke. Barbara und... Wow! Der Green Apple Twist. Wow! Mamusta, einen wunderschönen guten Abend, Howdy. Schön, dass du da bist. Hey Leute, schön, dass ihr wirklich da seid. Es ist echt toll. Ich hab mich gerade umgedreht und hab so... Sieht schon, es sind für dich. Und meine... Eigentlich die Handsaft, ne? Wo sind die anderen alle? Ja, der Wahnsinn, danke. Bitteschön. Gummibärsaft, trink den mal aus. Ist Max eigentlich beleidigt? Wo ist denn er? Ja, und du wolltest auch einen. Ach, da hinten ist die blaue Hose. Oh, ja, klar. Ja, Ariane, nimm die nicht, die muss er selbst trinken. Wir müssen nicht zu viert unbedingt. Prost. Prost. Du musst auch ein bisschen was trinken. Wir wollen eigentlich. Oh, was ist das denn? Oh, wie egal. Ja, dann Prost. Prost. Auf dich, Harry. Mein Limonadenbärchen. Oh, auf dich. Das hast du schon lange nicht mehr gesagt. Das habe ich auch vor ein paar Tagen gesagt, als ich von dir geredet habe. Okay. Dann Larry ist mein Limonadenbärchen. Mhm. Oh, ich esse ja ein Ding nach dem anderen. Und irgendwie ballert das heute gar nicht so rein, ich weiß auch nicht. Warte ab, du musst ganz viel Wodka. Nee, muss nicht sein. Adewi, wann, wir sind doch jung, wir können, also ich kann doch so viel Spaß haben. Natürlich, ja, kann ich doch auch. Außerdem habe ich immer Spaß mit dir. Komm, wir gucken uns nochmal dieses Hochzeitsding da vorne an, ich will es nochmal sehen. Ich glaube, ich werde es erstmal lange nicht hin können. Ich wette, die werden das teurer machen. Ich denke nicht. Ey, ey, ey. Pass auf. Naja, auf jeden Fall, Harry. Hm. Glaube ich, jetzt ist für dich eine ganz tolle neue Zeit. Glaubst du wirklich? Ich bin mir hundertprozentig sicher. Na, ich muss mich, glaube ich, da noch ein bisschen finden, aber... mal gucken, wie es weitergeht. Ich hätte nur mal einfach schon gern einen Job. Ich bin immer jetzt den dritten, ich bin jetzt immer noch so die zweite Woche untätig. Das kann ich sagen. Alles gut, ich hab noch, du willst das gleiche für mich tun. Natürlich. Aber darum geht. Aber darum geht's doch jetzt gar nicht. Es geht nur darum, dass ich gern wieder was tun würde. Es ist ungewohnt, dass ich so lange nichts getan habe. Oh mein Gott. Das ist Han. Hallo? Marianne? Ja. Weißt du was? Ich gebe ihn dir, ne? Jetzt filmst du schon wieder. Ich gebe ihn dir, Lami. Okay. Ich gebe ihn dir. Max? Ich drücke ihn dir in die Hand. Also langsam... Ach, weißt du was? Film einfach. Was? Das ist eigentlich ein Livestream. Das klingt jetzt aber komisch, wenn du nur so ein bisschen... Was? Was ist das? Ja, ihr euch beide tatsächlich. Nichts Schlimmes. Wir müssen mitkommen. Ja, los geht's. Ich ertrage sonst nicht anders. Audi. Hallöchen. Wollen Sie auch was trinken? Oh, ich habe gerade schon was getrunken. Gut. Könnte noch ein bisschen weitergehen. Ja, ist lecker. Kann ich muss mal schnell hinterher, ne? Machen Sie das. Laufen Sie hinterher, Ihre Bis Frau. Später. Haben Sie die Hosen nicht an? Doch. Was denn? Ich sehe es jetzt. Sie haben die Hosen an. Aber Ihre Frau hat die größeren Hosen an, oder? Das ist nicht meine Frau, ne? Ich bin Ach ja nicht so. Verheiratet. Ach so. Ja, weil Sie gleich so... Ja, weil ich was trinken will. Verzeihen Sie bitte. Also, hat noch jemand was zum Trinken? Ich möchte noch was. So blow me home.
Habt ihr noch was zum Trinken dabei? Ja, ich hab noch was. Oh, ja, dann. Oh, danke. Barbara, jetzt komm mal mit. Oh. Okay, ich laufe mal. Oh. Ich bin so schnell. Hat er erstmal zum Jo Harald gesagt. Jo, was ist da los? Ja, ich weiß es auch nicht, ich gehe da. Wie schmeckt das Pisswasser? Wie Pisswasser halt so schmeckt. Kommt jetzt bestimmt richtig gut zu dem Gin, ne? Ich finde, das ist so ein Billigbier. Ja, ehrlich, ne? Geschmack hat's nicht viel. Ja, das kommt bestimmt. Ja, also. Weißt du, ich finde, da trinke ich dann lieber so irgendein importiertes Bier. Also, es gibt gewisse Leute, die sollten sich mit Bierbrauen nicht beschäftigen. Sollen bei ihrem das alten ist so, Zeug bleiben. So Barke. Also, mir schmeckt es überhaupt nicht. Na ja, gut. Aber, ich bin auch nicht so der Bier, ne? Aber jetzt ist mir gerade eh egal. Ja, hab schon ein bisschen irgendwie so ein bisschen doch jetzt am Schluss zu schnell gekippt, glaube ich. Oh, ach so. Dann ja. Wollen Sie jetzt noch weiter trinken? Ach ja. Ja, ich habe noch immer Hoffnung, dass ich das Ganze noch kontern kann. Kontern? So, ein Konter-Konter-Bier. Aber ich glaube, das hilft auch nur morgens und nicht, wenn es zu spät ist. Nee, nicht wirklich, ne? Was machen die denn da jetzt? Yes. Mein Gott, sieht das hier schön aus. Ja. Ach, ehrlich, jetzt noch? Was? Ja. Du hast Kinder. Oh, hey, du bist auch noch. Was ist das denn? Der Mann, sorry. Ich hätte einen schönen Moment. Harry, hier, ich hab extra noch schnell gesichert und, nur für dich. Das ist nur etwas für dich. Ich bin so stolz auf dich. Bitteschön. Das ist ein Lobgelübde, Harry. Achso, ich dachte, das gerückt. Ja, das habe ich auch. Ja, das glaube ich. Ich wollte ein Machtwort sprechen. Oh mein Gott, sie küsst nur mein Auge, ein Mann. Aber er hat doch nicht auf unserer Hochzeit. Warte, Jo, setz dich hier hin. Oh, ist die Musik laut? Ich mich denn da hinten? Weil du dich da hinsetzt. Ich will gucken, ob das gut aussieht. Nee. Setz dich hin. Ist das schrecklich? Hey, ich setz mich mal hier hin, oder? Was? Du musst davor. Ja. Und dann kommst du hier mal hin. Das sieht schön aus, wenn du in der Kirche sitzt. Nee, wie? Ja. Aber keine Schicht. Ich hab grad gut im Laune. Ich mach doch grad. Was? Ich mach doch. Entschuldige. Hey, ich klappe jetzt. Ja. Ja. Mein Gott. Ja. Aber auch was sehen. Bist du da schön, Barbara? Mit der Musik ist doch schön, ja. Ja. Nächste finden wir irgendwas. Ist das eigentlich ein umgedrehtes Kreuz da, oder was ist? Oh, ist Jesus Kreuz. Der ist ein bisschen im Boden versunken, weil ich hier bin, ne? La 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 la. La la la. La 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 la. La la la. Was habt ihr? Okay, was gegeben? Nein, ich muss mich bei dir abschätzen. Ja. Trink mal. Habt ihr noch ein Bier mitgebracht? Ich hab ein Bier. Komm, wir stoßen an. Ich hab keins mehr. Ich hab die zwei auf dem Weg hierher getrunken und eins habe ich dir noch gegeben. Ja, aber einer geht noch bei dir, oder? Klar, ein Trink geht immer. Was ist denn mit dir? Ich mach mal eine kurze Pause. Das habe ich extra dir mitgebracht. Na. Jetzt wie gut. Okay. Ich dachte, das ist mir gut.
Hey, alles ist. Alles okay. Wenn du die nicht trinkst, trink ich die. Nee, wenn du die nicht trinkst, trink ich die. Oh, ihr habt euch kennengelernt an einem Tag, der unvergesslich bleiben wird. Für immer in eurem Herzen und in unseren auch. Denn wir haben es 50 Mal erzählt bekommen, wie toll das alles damals war, ne? Ja. Und ob ihr auch wandert, manchmal im finsteren Tal, wisst ihr, am Ende des Tages habt ihr euch gegenseitig. Und das ist toll. So frage ich euch nun. Haben Sie sich jetzt die Bibel für meine Tage genommen? Ich lese nur mit wegen den Liedern. Das ist jetzt aber so frustrierend. Oh, da ist wieder was Spannendes drin. Ja. Was steht da Spannendes drin? Das ist gar keine Bibel. Was ist denn? Was ist das? Ah, das ist ein Liedtext. Was ist denn Vladimir? Ach, dann lege ich sie wieder weg, ja. Max, wie würde ich in die Hölle kommen, wenn ich jetzt hier draufsteigen würde und tanzen würde? Mach das nicht. Wie meinst du in die Hölle? Das? Würde ich in die Hölle kommen? Glaubst du an die Hölle? Ja. Muss ich, damit die ganzen bösen Menschen in die Hölle kommen? Alles okay? Ja, alles okay. Ja. Oh, nee, wo ist du denn jetzt hin? Warte. Ja, davor. Ich muss mich kurz entschuldigen. Ja. Oh. Ja. Okay, dann nicht. Du, Max? Was ich? Du? Was ich? Hast du Ach so, was? Meine Frage. Oh. Larry! Entschuldigung. Komm zu in die Hölle! Ach. Zur Hölle mit der Hölle. Nee, ich guck mich an. Für dich würde ich auch die Hölle gefrieren lassen, Larry. Ich muss noch einen trinken. Hm? Audi. Ex. Engel. Obsidiana. Komm, lass dich doch einfach fallen. Harry? Harry? Ich glaube, ich muss ins Bett. Ja, ist das so? Ah, komm schon, hübsche Lady. Komm, ich helf dir hoch. So. Und wie stehst du? Fast gerade. Na, siehst du. Willst du langsam los? Ja. Weiß nicht. Müssen wir mal die Sachen holen. Wir könnten uns ja mal anziehen. Wird ja langsam ein bisschen kalt, oder nicht? Nein, ins Wasser gleich nochmal. Ja, dann lass uns nochmal ins Wasser gehen. Ich will alles essen hier. Guck mal, ist das Käse? Ich würde am liebsten die ganzen Flaschen austrinken gerade, weil man schon so warm ist. Das ist gar kein Käse, ist Obst. Bäh. Zu gesund. Ekelhaft, ich will Käse. Ich will Gyros. Gyros? Mach ich dir bald wieder. Ah. Aber jetzt kostet Kochen leider
20 Nieren. Interessant aus. Nieren? Was hast du gesagt? Ja, Nieren. Bist du jetzt, bist du Organhändlerin? Na, hast du mal eine Kochbox gekauft bei Bonus Pizza? Da willst du sehen, wie teuer das alles ist. So teuer mit dem Kochen. Muss ich Bruno mal fragen. Von der Barbara trennen. Was? Ach, wieder mal. Hat Barbara gerade gesagt. Jo, jetzt, komm jetzt. Jo, einmal. Komm jetzt, mach. Prima mit dir. Au. Barbara, warum bist du hier, Müll? Jetzt komm mal hoch jetzt. Ich bin Müll, werf mich weg. Komm, ich helfe dir mal hoch. Nein, komm lass mich hoch. Hier. Ich bin ein Müllbeutel. Barbara, hier sind Kakerlaken. Bio oder Rest? In deine Muschi rein. Oh, was? Bio oder Rest? Weißt du, was ich frage gar nicht. Hallo? Ja, ich bin gar nicht. Ich bin ein jetzt, Müll. Barbara, jetzt bleib mal stehen. Oh, ich bin ein Müll. Beiden. Das stimmt doch gar nicht. Was sind hier nur so drin? Ich bin Frederik Dinke und ich bin der Geilste. Nee, es geht nicht. Mein Freund ist schon der Geilste. Nee, das kann gar nicht sein. Doch. Weil ich ja schon bin. Gucken Sie mal an. Da kann keiner mithalten. Das glaube ich nicht. Doch, doch. Leider der beste Mann hier in der Sandal. Das bin ja ich schon. Nein, Sie sind nur. Sie sind ein ganz schöner Hektiker. Ich bin überhaupt kein Hektiker. Doch, ein bisschen schon. Nein. Sag ich mal, ich bin überhaupt kein Hektiker. Der Papa ist kein Hektiker. Sag ich mal. Und wer ist der Papa? Moi. Sag ich mal. Oh, es geht los. Zum Essen, Alkohol trinken, saufen, koksen. Ach du Scheiße. Mein Papa ist auf jeden Fall nicht. Operative Hektik ersetzt geistige Windstille. Oh je. Yeah. Es tut okay. mir leid, wenn ich deine Gefühle verletzt habe. Also, ist gar nicht wahr. Es tut mir leid, wenn ich deine Gefühle jemals verletzt habe. Wir können weitergehen. Die vertragen sich gerade wieder. Ja. Und haben... ich verzeih dir. Ich mach das nie wieder. Was denn? Deine Gefühle verletzen. Ja. Okay. Und ich werde dasselbe auch nicht mehr mit dir machen. Komm mal schnell ins warme Wasser. Ja. Machen wir. Warte, du bist ja wahnsinnig. Oh, ich kotze gleich, wenn wir noch weiterlaufen. Oh nee, der will nicht kotzen. Nee, deswegen mit Gemach. Machst du vor den Filteranlagen, dann ist er schnell weg. Dann ziehe ich meine Hose aus und man nimmt die als Filter. Oh ja, zieh meine Hose aus. Hey, was macht ihr denn da? Ich bin ein Motorboot. Aber wenn du das machst, so blasen, dann liegt an den Kabel Wasser gefunden. Ja, ich wollte dich nur verfolgen. Aber ich fahre mal weiter. Ging jetzt wohl gerade so ein bisschen einer mit mir durch im Wasser, so kennst du das Kind im Manne. Ja. Aber wie schön die Lichter hier sind, ich komme nicht drauf klar. So schön hier. Wir gehen nochmal hin. Hey Lady.
Ich werde niemals zulassen, dass dich irgend so ein dahergelaufener Greenhorn irgendwo mitnimmt und dich irgendwie an seine Seite zwingt oder dich von mir einfach fortreißt. Das werde ich niemals zulassen. Was machst du denn dann? Dann werde ich wohl Dinge tun, die ich vorher nie gedacht hätte zu tun. Und aber was für, meinst aber du, für dich tue ich alles. Mein Mädchen, deiner ist drei. Deiner ist drei, dich auch. Ja. Oh. Larry, das ist nicht der richtige Zeitpunkt jetzt. Du alte Sau. Was machst du? Larry, was machst du? Ich wollte ein Motorboot. Nein, da mach kein Motorboot, bitte. Nicht jetzt hier sind Leute. Ansonsten kannst du gerne machen, ja. Okay. Aber nicht hier jetzt. Ja. Oh, warte, ich muss mich nochmal kurz ins Licht stellen. Es gibt so einen Film, da gucken die auch immer alle ins Licht und verschwinden dann. Echt? Hat das Licht auch. Du bist eine süße Motte, oder? Was? Du stellst dich immer schön in dieses Licht rein. Hey, kannst du mal ein schönes Foto. Mach mal ein Foto von mir. Dein Handy, wo liegt das? Ach du Scheiße, hab ich das in meiner Hose? Ach so, dann ist okay. Dann. Sag mir, wie sehe ich aus im Licht? Lass mal gucken. Du stehst da wie so ein schüchternes kleines Mädchen. Mach mal irgendwie eine. Okay, warte. Komm mal aus dir raus. Ja. Warte. Oh ne, warte. Das macht meine Arme so breit. Das ist auch nicht. Hier. Nee. Hey, yo, da bist du, Hey, yo, ich bin's. Harry. So? Oder, was ist das? Also, ich fand das vorher gerade besser. Naja, ist ja auch egal. Ah, okay. Ach, egal wie du dastehst, bist du immer die Beste. Ja, jetzt hör mal auf, mir die ganze Zeit Honig um den Mund zu schmieren. Ja, sei froh, dass nur Honig ist. So. Oh, Levi, nicht schon wieder. Wo geht's denn hier raus? Wo geht's denn hier raus? Ich komm nie wieder weg. Hier ist überall Wasser. Das ist ein Gefängnis. Wo geht's hier? Ach, hier. Eine geheimnisvolle Grotte. Eine Lustgrotte. Komm. Das hört sich nach feuchter Oma-Muschi an. Mit Haare. Oh, nee. Oh, Mann. Was? Jetzt wird das denn jetzt? Aha, ja, genau. Wunderschön. Vielleicht geht das ja. Vielleicht kann ich ja mal. Nee, Larry, dann sitzt sie. Au, au! So, Larry. Oh, wunderbar! Nein, warte nicht! Ah, ist das schön. Oh, das ist ja mein Fuß. Das ist eine Animation. Ich hasse dich. Oh. Harry. ich muss mal ins warme Wasser, glaube ich. Aber nein, dann muss ich. Nee, dann muss ich. Nein, ich gehe nicht ins warme Wasser. Ich muss ins Gebüsch, sonst läuft es einfach. Nein, alles gut. Ich warte, ich halt wache. Okay. Ich pinkel doch hier nicht in das Becken. Aber mach ruhig Pipi, Harry. Nein, mach ich. Nee. Okay, mach ich nicht. Wobei, nein, alle haben. Ich hab geblufft.
Hey, was machst du? Was war das? Hey, schau mal, es gibt auch so Bilder, da gibt es so ein Mittel, das färbt sich, wenn man Pipi reinmacht. Welche Farbe? Pink. Oh, ist ja voll schön. Ja, dann zieh mal die pinke Spur, ne? Nee, ich mach das nicht. Ah, hier. Du hast den Ausgang gefunden, Harry. Jetzt müssen wir aber trotzdem mal unsere... Boah, ist das kalt. Müssen wir unsere Klamotten finden. Hier liegt dein Hut noch. Oh. Danke. Ich habe mein Handy wieder. Ich muss die anderen Sachen mal holen. Ach komm, lass uns mal noch. Dann können wir noch gleich was trinken. Komm, komm. Ja, gerne. Wir gehen jetzt gleich wahrscheinlich schlafen, Max. Ich habe morgen einen Termin. Wir kommen gleich nochmal kurz vorbei, ja? Bis gleich. Stopp. Ja. Max, sehe ich gerade Karten, ja? Stopp. Da ist wieder so ein schönes Licht. Guck mal. Oh mein Gott. Das ist so schön warm, das Licht. Oh, eine Sekunde. Verdammt. Heißt, jemand von uns soll das Handy da vorne aufstellen. Ach, Larry, mein Gott. Geh einfach weg. So, was jetzt? Also, wir können noch kurz vorne bei den anderen vorbeigehen. Die sind da gerade alle und dann nach Hause fahren, oder? Ja, das können wir so machen, aber dann ziehe ich mich auch schon mal an, oder? Ja, mach das mal, Larry. Das sieht komisch aus, was du anhast. Aber die Hose ist ganz zieh die nass. Cowboystiefel wenigstens an. Ach, warte, so. Oh. Erster! Ich muss ja erstmal trocknen, bis ich vorne bin. Egal. So, was haben wir denn hier? Scheiße, das ist alles kalt. Ja, aber kalt ist ja egal. Das schmeckt ja trotzdem voll gut. Was ist denn hier los? Oh, ich muss mal meine Sturmmasken wieder mitnehmen. So. Und mein Rucksack da. So. Hallo, wer sind Sie denn? Hey. Ich bin dein und du bist mein. Oh, sind sie öfter? Also kann ich sie mitnehmen? Ja, nehme ich sie mal mit. So. Oh, ja. So. Ich folge ihnen. Lady. Ja. Oh, Harry, sollen wir nochmal zu den anderen vorher? Ja, nochmal. Nochmal Hallo sagen und Tschüss. Ja, Hallo sagen und Tschüss. Guck, ich bin ein Stier. Oh. Oh. Hey, Geh Kopf voraus gegen die Wand, das ist mein Motto. Nein, pass doch auf. Weil du stürzt gleich, du. Nein, ich guck auf den Boden, ich stürz nicht. Ich guck auf den Boden, der kommt gar nicht näher. Guck, wie ich das kann. Oh, Harry, pass auf. Oh Gott, ist das alles hier. Harry, warte. Vorsicht. Oh, ist wieder ein Licht. Oh. Ich glaube, ich sehe bestimmt voll gut in den Niedhosen. Oh, du siehst, glaube ich, du siehst so gut aus. Okay, jetzt, Larry, jetzt, Achtung, jetzt mache ich, warte. Ich nenne dich so? Lady Motte. Meinst du ein schönes Foto von uns, Larry? Okay. Ja.
Warte mal. Oh, super. Also. Sekunde, ich hab da auf... Der macht... Ich höre das Klicken die ganze Zeit. Ja. Okay. Ja? Let's go, ja. Okay. Was für das Auto? Ach du Scheiße. Wer soll denn fahren? Weiß ich nicht. Oh Gott, wie fahren wir denn, Barry? Wie fahre ich mein Auto hier weg? Na, ich würde sagen, wir... schau mal, wir haben ja gar nicht so weit nach Hause. Ich glaube, ich fahre so vorsichtig, also wirklich richtig... Pass auf, wir fahren... Ich fahre die Autos raus und park die da und dann gehen wir zu Fuß nach Hause. Oh, nee, so. Ah. Dann müssen wir übervorsichtig fahren. Ich fahre richtig übervorsichtig. Wir sollten aber nicht fahren. Ich bin beste Fahrerin. Wo sind die denn? Laufen wir doch wieder zurück. Laufen wieder zurück. Guck mal, der schöne Baum hier vorne. Warum ist der Baum ist richtig schön. Und so toll, wie ich möchte nicht wissen. Ja? Er ist bestimmt älter wie wir beide zusammen. Und noch viel älter. Ich glaube schon. Ah. Das ist aber schön. Oh, meine roten Lichter. Ich muss mich hier auf die Treppen setzen. So. Oh, ich bin so langsam, Entschuldigung. Ich kann das schon verstehen. Oh, Damien und Sophia hören endlich. Herzlichen Glückwunsch, Lami und Sophie. Hey, Audi, auf das Paar. Audi, auf das Paar. Was, wo sitzt du? Hallo? Was machst du denn? Nein, ich setze mich jetzt auf dich drauf. Oder auch nicht. Doch. Das ist viel gemütlicher so. Ist ja wirklich ziemlich gemütlich, ne? Freddy, denk an deine Frage und natürlich auch an deine Frage. Ich denke auch. Lass dich an. Von wann was denkst du denn jetzt, Barbie? Ich denke jetzt an die Frage. Okay. Ja? Lass dich von nichts hier ablenken. Oh. Das ist gemütlich. Da heute die Sterne vor allem gut stehen, genauso wie der Mond. Es ist nach 12 Uhr, wir sind an dem Spiel. Hey! Ich kenne hier in Los Santos. Ja, kuschel dich nur her. Wir müssen die Karten spielen. Wer ist die Audi jetzt? Nochmal, Frederik? Sorry, ich bin bei euch. Gut. Also, du willst wissen A oder B? Ja, also, wo die Wahrscheinlichkeit höher ist, so. G oder P? So, ne? Worauf ich, ja, genau, worauf ich mich mehr so. Weißt du? Jetzt, bei wem wird es höher, die Wahrscheinlichkeit höher sein? G oder P? Ach, ist das ein Kartenlegeszenario? Ja, sag mir nach Hause, ich muss da ja. Hä? Sag mir nach Hause, ich muss da ja. Drogen, die du genommen hast, nicht genommen. Du willst nach Hause? Nicht an andere Personen, nur an die beiden. Ja. Hm? Ja, dann lass mal los. Ja. Ja. Geht ihr jetzt schon nach meinem eigenen? Ich hab einen Termin. Ist ja schon vorbei. Ist jetzt ein Jahr, ein Tag. Glückwunsch. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der so sehr nach Magie riecht. Was? Nach Magie? Willst du damit sagen, ich bin ein Wildschwein? Ja. Wie kommt ihr denn nach Hause? Ja. Barb, mach's gut. Schönen Abend noch. Und, wie kommt ihr denn? Ach, wir kriegen das schon irgendwie. Also ich kann's. Tschüss. Was meinst du, Jo? Genau. Seid ihr sicher, dass ihr nach Hause kommt? Ich bin noch ruhig. Nein. Ja. Ich glaube. Kann dir sagen, die Person, die du wählen solltest. Aber?
ist ja eine Person. Howdy, ladies and gentlemen. Ich wünsche einen schönen Abend. Entschuldigung. Tschüss. War nett, ne? War nett. Schlafen Sie gut und was auch immer. Ebenso. Ist eine Person mit Kontrolle. Hallo, du Engelchen am Baum. Ich glaube, es ist ein Traum. Hi, Baby. Hallo, ich heiße Marina Santos. Oh. Oh, Taxi zu Peter. Ich störe nicht. Okay, wir gehen schon mal zum Taxi. Wirklich? Taxi? Oh, unser Auto. Was bist du denn jetzt immer so? Bist du eifersüchtig? Die ist immer so gemein. Gemein? Warum denn das? Ja, jedes Mal, wenn wir uns küssen, sagt sie, was so eklig. Skinner, ich gebe Ihnen einen guten Rat, ja? Warten Sie nicht so lange auf eine Chance, die Sie vielleicht nie haben werden. Ah, ich weiß, was Sie sagen wollen. Und darf ich sagen, yo, ich habe da einen Plan. Einen Plan, ja. Ja. Mehr möchte ich gar nicht wissen. Aber jetzt brauche ich erstmal eine vernünftige Arbeit. Danke. Herr Skinner, ne? Machen Sie es gut, ne? Ja? Kann der dein Auto kurz, du musst dein Auto kurz hier rausparken, sonst kann man nicht mehr. Ja, Griechen, okay. Ich warte hier auf dich. Ja. Hey! Oh. Was ist los? Was ist mit Mord und Tod? Oh. Soll ich's vielleicht rausfahren? Ja, ich muss ja nur parken da. Das wäre vielleicht ganz gut, ja. Das ist gar nicht so mein Stil eigentlich. Ich pack's einfach hinter Ariane. Ah, das ist nett. Amüsieren Sie sich da ja auch mal. So. Dankeschön. Das muss, glaube ich, noch abgeschlossen werden. Ich danke Ihnen, Lady. Das ist sehr nett. Motor haben Sie schon ausgemacht? Motor ist aus, genau. Ja, dann sperre ich das mal ab. Dankeschön. Darf ich noch mal Ihren Namen erfahren? Ava Linwood. Ava Linwood. Howdy. Und vielen Dank und entschuldigen Sie bitte meinen Zustand. Ja, kein Problem, ne? Lady. Hier vorne direkt bei, ja. Also bei Kraftwerk so, davor, okay, aber okay. Taxi! $30, wenn Sie wieder nach Hause fahren mit Ari. Ja. Frederik möchte nach Hause. Ach so. So, rechts vor links, wollen wir sie nicht lang fahren? Hoch. Also, wollen Sie drin bleiben? Ich mach mal hin die Kindersicherung an. Ja, danke. Ja. Debbie, beschreib mal den Weg hier links. So, hier links oder was? Rechts. Nein, rechts rum Richtung. Folgt dem blauen Pfeil. Dingsen Richtung. Okay. Ja, folgt dem Flaus. Hier Richtung Crestenburg an dem. Was ist das denn da vorne? Was ist das? Ja, da ist doch ist Kirche. Geradeaus weiß ich. Kirche geradeaus. Das ist für ein geradeaus vor der Kirche. Also dieser Straße folgen. Ja, folgt dem nächsten. Da vorne. Da, genau, da. Ja, genau so, ja. Ja, da sind wir schon. Wie viel macht das? $8.
Ja, nix. Nee. Ist ein Geschenk, ne? Also, liebe Grüße. Vielen Dank dann nochmal, Mister. Tschüss. Schönen Abend. Machen Sie es gut. Wiedersehen. Tschüss. Harry. Harry. Ahoi. Bereit? Du hast die Treppe runtergefallen. Oh, pass auf. Ich bin müde. Einfach ins Bett. So. Kurz und schmerzlos. Schmerzlos? Ich hab gesagt, kurz und schmerzlos. Gute Nacht, Harry. Wie riechst du? Schlaf gut.